Zick, zick. So. Ich habe das Mikrofon in schwarz mit dem gelben Ring. Der Gast hat das Mikrofon in schwarz mit dem blauen Ring. Guten Abend, herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Deutschen Fußballmuseum in der Stadt des amtierenden Vizemeisters, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Herzlich willkommen zur Premiere einer neuen Gesprächsreihe, auf die wir uns alle sehr freuen. Mein Leben in 90 Minuten geht heute los mit dem ersten Gast. Mein Leben in 90 Minuten erzählt die Geschichte von Menschen, die den Fußball lieben. Unser erster Gast heute, ja, der führt uns, bringt uns auf eine Reise, die im Sauerland startet, über Hagen, Dortmund, nach Gelsenkirchen, direkt ins Stadion. Mit Höhen und Tiefen natürlich und wieder mit Höhen. Und unser Gast hat in Salzburg mehrere hundert Mal den Tod gespielt. Er hat aber auch bei Spielen seines Lieblingsvereins mehrere hundert Tode gelassen. Und interessant ist, und das wird heute, müssen wir klären, beinahe wäre er doch Dortmund-Fan geworden, aber die Farbe des Trikots des Handballvereins, bei dem er gespielt hat, in Hagen, die war blau. Wenn das wirklich der Grund war, Freunde, da geht noch was. Erstmal möchte ich mich bedanken beim Fußballmuseum für diese tolle Idee, für die tolle Umsetzung, für die Vorbereitung. Und ich möchte mich bedanken bei der Metropole Ruhrtourismus für die Unterstützung, Manuel Neukirchner fürs Museum. Danke, dass ich das auch heute Abend machen darf. Und Axel Biermann für die Metropole Ruhrtourismus. Dann freue ich mich, in der ersten Reihe den Oberbürgermeister zu sehen. Bitte begrüßen Sie mit mir Thomas Westphal. Schön, dass Sie gekommen sind. Und viele Freunde des Fußballs und Freundinnen. Und hier ist unser Gast. Hier ist Peter Lohmeier. Ey, Peter. Jo. Hast Glück du den auf. Pöhler an? Ach, nee, Birkenstock, zu heiß. Ne? Kriegt ja auch alle mit. Ich komme ja nicht mit Fußballschuhen ins Fußballmuseum, sondern ich gehe raus aus dem Fußballmuseum mit Fußballschuhen. Ich hoffe, die stehen bereit, Herr Direktor. Ja. Schön, dass du es einrichten konntest. Vor allen Dingen, wir haben uns gefreut. Es gab einen Screenshot von Peter. Der Zug habe Verspätung. Er komme um 19.04 Uhr an. Ja. Ja, so. Ja, es war wirklich so angesagt. Also ich bin erstmal in Berlin wirklich geschwitzt. Wenn ich den Zug vorher genommen hätte, gar keinen Sinn gemacht, der ist eh ausgefallen. Und dann habe ich den genommen, also den durchgelassen, der eigentlich später ankommen sollte, und den genommen, der um 19.04 an, da habe ich dann wirklich immer geguckt, und dann stand dann irgendwann 19.06 und dann, ich taufte irgendwie nicht 09, da kann ich gar nicht brauchen, und dann so, und dann wurde es dann wie so ein Kompromiss. Deshalb bin ich ein bisschen später da. Aber diese Zahl 1904 ist halt bei uns, so wie bei hier vielen, eine andere Zahl im Blut. Ich habe auch bei meinen Kindern darauf geachtet, immer wenn es Richtung Geburt ging, war es so, also 19.04 Uhr kannst du nicht einrichten, aber es war dann wirklich so, dass ich immer mit den Ärzten oder Hebammen gesprochen habe, wenigstens also 19.04 Minuten. Also das hat geklappt, zweimal, zwei Jungs. Nee, ernsthaft. Ja, wirklich, ja, natürlich. Bin ich hier Wahnsinn. Zum Spaß machen? Nein, das ist so. Möchte nicht wissen, was du mit deiner Frau veranstaltet hast, die schon vielleicht eine halbe Stunde vorher das Kind kriegen wollte. Nein, das war einfach, wenn du einen Plan hast, hast du einen Plan. So. Pläne so. Sag das mal deinen Freunden in Gelsenkirchen. Wie läuft es denn gerade so? Ersten zwei Spieltage. Ich meine, ihr startet ja ein bisschen früher in der zweiten Liga. Furios. Ich war in Hamburg beim Spiel dabei, da bin ich kein Glücksbringer, das hätte ich letztes Mal auch nicht machen sollen, als ich damals noch da war, da war ich mit meiner Perle, mit einer Freundin, war ich im Stadion, und da dachte ich, ich führe die jetzt mal ein in das Fußballleben, und dann haben wir verloren gegen HSV, und jetzt dachte ich mir irgendwie, oh komm, so Spitzenspiel, da war ja auch ganz Deutschland, war vor dem Fernseher. Und haben wir verloren. Weiß man, so schade, macht nichts, Pokal, sensationell wieder, und es geht irgendwie mal direkt los. Ich freue mich, ich habe Spaß.
Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Und obwohl das eigentlich im Augenblick wieder, ich habe vorhin nochmal, im Zug hat man ja Zeit zu lesen, irgendwie, was den internationalen Fußball betrifft, irgendwie alles so. Sprichst du jetzt wirklich über den internationalen Fußball? Nein, überhaupt so. Nicht. Den will ich rauslassen, weil der ist, also was jetzt wirklich international betrifft. Also ich meine jetzt wirklich deutlich Saudi-Arabien, das ist alles ganz, ganz schrecklich. Weil das, nur mal so als Beispiel, ich wollte ja den Jaisle gerne aus Salzburg haben, den Trainer. So, die Verhandlungen liefen schon mit mir. Und dann habe ich irgendwie so einen Knacken in der Leitung gehört. Da war dann Saudi in der Leitung und hat ihn gekauft. So schnell geht das. Und das ist traurig, dass die da wirklich nur dem Mammon hinterherlaufen. Das ist hier in dieser Stadt überhaupt nicht so. Nee. Und in Gelsenkirchen sowieso nicht, weil wir da gar nichts haben. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute hier bin, um den Punkt zu kriegen. Peter, merkst du, bevor wir über dich reden, reden wir über Fußball. Ist das so, ne? Man kann erstmal, was ist so gut am Gesprächsthema Fußball? Ja, weiß ich nicht, vielleicht hast du jetzt keine anderen Fragen gefunden. Nein, das ist natürlich, es ist immer, ich meine, wo sind wir? Hier, ne? Natürlich. Und ist ja was, was Menschen zusammenbringt. Das ist ja das, es gibt ja so viele wunderbare Sachen. Ich habe jetzt gerade so ein negatives Beispiel gemacht, aber es ist ja wirklich so, dass es ein Ort ist, wo man zusammenkommt und ob das jetzt auf dem Platz ist, was ich auch dreimal die Woche tue, aber wenn man im Stadion ist, dann ist halt das da, was da unten ist, wichtig. Und dann kann man auch mal Sachen vergessen. So. Und das ist das Schöne so von dem Zusammenkommen, wenn man das friedlich macht und wenn man das mit Begeisterung macht und dieser Blödsinn zum Beispiel, um das noch auch mal gleich aufzuklären, vorhin hast du es angedeutet, zwischen Schwarz-Gelb und Blau irgendwie, das ist ja irgendwie, ist ja Quark. Also meine besten Freunde, ob das jetzt irgendwie Joachim Kroll auch als Kollege ist oder sonst was irgendwie, ich freue mich genauso, nur nicht, wenn sie gegen uns spielen. Also, ja, aber das passiert ja jetzt erstmal nicht mehr. Nee, das ist ja da. Stimmt, da haben wir jetzt irgendwie knappes Jahr noch und dann wieder. Aber wer weiß, Pokal, ne? So? Siehst du? Na ja gut, aber im Pokal, können wir uns verabreden? Können wir. Ja, erste Runde habt ihr geschafft. Aber jetzt mal nochmal zurück. Also das Thema Fußball als Gesprächsthema. Über was reden wir eigentlich, wenn wir über Fußball reden? Ist das ein gutes erstes Gesprächsthema? Ist das etwas, was du auch pflegst mit Freunden? Ganz ehrlich, nicht so. Es gibt bestimmte Freunde, einer ist hier, mit dem finde ich zu 80% auch immer ein Thema. Wir haben aber auch genug andere. So. Aber wir schaffen es dann immer nicht, drum herum zu kommen. Der ist aus einer sehr klugen Stadt, von sehr klugen Verein, da habe ich erwähnt, VfL Bochum. Wie war die Frage? Genau. Ist es klug über... Nein, ich habe die Erfahrung gemacht oder ich kenne die Erfahrung, dass man erstmal über Fußball spricht, bevor man, wie geht's dir eigentlich? Irgendwann nach einer halben Stunde, wenn du die erste Herren durchdiskutiert hast und dann mal guckst, Regionalliga und dann gehst du hoch zur Bundesliga und dann irgendwann uns selbst? Ach so, ja. Also bei mir ist es schon so, dass wenn ich in Kollegen kreide, das ist ganz interessant, also... Ich bin vor Beruf Schauspieler und weiß nicht, ob du das gesagt hast am Anfang. Und auf jeden Fall ist es so, dass sich manche, die jetzt nicht trauen, oder was heißt trauen, die jetzt nicht über den Job reden wollen oder was vielleicht auch manchmal ein bisschen so Kontakt kriegen wollen, gleich auf so einer Ebene. Genau. Und die wissen dann irgendwie, oh, der spielt viel Fußball oder interessiert sich für Fußball, der macht irgendwie so einen Quatsch wie heute und so weiter und dann geht er wohin und so. Und ich mag das sehr gerne hier zu sein. Und dann fangen sie an, über Fußball zu reden. Aber meist aus so einer Kiste, wo man so denkt irgendwie, ja, das wusste ich schon, ja, der wechselt da ein, ja, ich habe auch den Sportteil gelesen, wo ich so denke irgendwie, dann brauche ich jetzt gar nicht. Also habe ich jetzt irgendwie... Das ist ein geliehenes Thema. Ja, aber ich rede gerne dann mit Leuten darüber, das ist echt speziell oder nicht speziell, sondern
Das ist so Augenhöhe ist da angesagt. Man kennt das ein bisschen vom Fernseher auch. Das ist einfach, man sitzt einfach gern oder auch im Stadion. Ne? Wenn jetzt neben mir einer sitzt und sich nur, was weiß ich, für was interessiert. Nee, da unten geht's rund oder auch, wenn man sich über Fußball unterhält. Und da möchte ich mir nicht irgendwie hier ein Ohr abgelabert kriegen, sondern irgendwie, schön ist es, wenn du auf Augenhöhe diskutieren kannst. Ich erkläre auch gern Menschen Fußball, aber dann sitzt meistens Köttel oder so. Wir reisen ja heute ja in 90 Minuten plus minus Nachspielzeit, mal gucken, durch dein Leben und starten jetzt erstmal im Hochsauerlandkreis in Niedermarsberg. Wir haben hier ein auffällig ein ganz unverfängliches Bild, das ist irgendwo bei Meschede. Aber ist das so, kommt das hin für dich mit Sauerland oder? Ja. Also, ist das so ein Bild mit der Kirche, dachte ich, mit deinem Vater? Ja, das ist allerdings ein Abschnitt meines Lebens, an den ich mich nicht erinnern kann, weil ich weiß nicht, wann das bei Ihnen anfängt mit der Erinnerung. Niedermarsberg, das war, ich weiß nur, dass mein Vater auf jeden Fall mal keine Zeit hatte, um sich um meine Mutter zu kümmern, die schon 2 Kinder in die Welt gesetzt hatte, weil er eine Predigt vorbereiten musste. Und so ist das manchmal bei Protestanten. Und ich muss hier auch jetzt noch eine Bemerkung machen, weil auch das... Zeitungsleser wissen mehr oder ich bin, oder gar nicht Zeitungsleser, sondern ich habe gestern, vielleicht wären wir auch noch zugekommen, ich muss den auch gar nicht erwähnen, aber gestern hatte mein Sohn eine Sendung moderiert, Hart aber fair, und da gab es einen Beitrag aus dem Sauerland. Und ich war wie Hölle gespannt, oder sowieso, ich gucke mir immer die Sendung an, wie die so wird, über eine Stadt, ist mittlerweile ein Stadtteil von Arnsberg, der Regierungsstadt, ne? Kreis Brilon, und da komme ich, da bin ich geboren, also in Niedermarsberg, das ist eine Stunde weg von da. Und da gibt es eine Stadt, Övendrop, und da gab es einen Bericht, und es gab in dieser Sendung ging es um Asylverfahren, wie das im Augenblick, wie das neu geregelt werden soll. Und als Beispiel ist die Frau, mit der Louis dann immer spricht, wie die diese Zahlen dachte und so, ich weiß nicht, wie die heißt, ist sie da hingereist. Und da ging es um, wollte ich das mal kurz erzählen, da geht es um ein Kloster, was zerfällt. So, also ein sehr schönes Gebäude. Und in dieses Kloster sollen, lassen mich lügen, zwischen 300 und 400 Flüchtlinge einziehen. So. Da jetzt Övendrop aber nur 6200 Einwohner hat, was ja eine Menge ist eigentlich gegenüber 400, aber in der Verteilung der Flüchtlinge scheint es viel zu klein zu sein dafür, gab es eine Versammlung. Die saßen jetzt so alle wie wir in so einem Ding. Und da war eine Stimmung, die mir richtig Angst gemacht hat. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich komme aus dem Sauerland irgendwie. Das gibt es doch nicht, dass die Menschen irgendwie, dass da so eine Stimmung wäre. Klar, natürlich kann man immer sagen, die Politik ist auch dafür verantwortlich, wie verteilt man die Menschen, die vor was auch immer flüchten mussten. Aber dieses, und dann hat der Typ, der sich freute, dass quasi, der die Idee hatte, dieses Kloster auszubauen für diese Menschen, hat es dem Regierungspräsidenten, hat dann die Anfrage dann zurückgezogen, weil er bei dieser Versammlung quasi so ausgepfiffen worden ist, dass er selber Angst gekriegt hat. So. Jetzt frage ich mich, ist ein Ort in Deutschland, der 6400 Bewohner hat, nicht in der Lage, mit 400 Flüchtlingen umzugehen in der heutigen Zeit, wo noch ein Gebäude, ein altes Kloster quasi renoviert wird? Nee, das wird da weiter vergammeln, lassen wir. Wir haben ja sowieso zu viel Wohnraum, wie auch immer. So, und das musste ich jetzt so eben loswerden, weil mich das als Sauerländer quasi da geboren, einfach berührt hat. Und ich finde, sowas geht nicht, weil das die Stimmung in Deutschland genau in die rechte Richtung rückt, irgendwie, die wir wirklich nicht brauchen. So, das muss los werden. Danke. Wie hätte dein Vater darauf reagiert? Der war ja Pfarrer. Mein Vater hat sich, und das ist auch eine Zeit, die man mit der war, in Espelkamp. Das war der aus Ort. Ostwestfalen, ne? Ostwestfalen, genau. Das war eigentlich, also die Geschichte, so ein bisschen ganz kurz, ich hole nur mini mehr mal aus. Ich bin ja viel umgezogen und irgendwann hat mein Vater, hatten wir dann in Stuttgart mal gewohnt, da habe ich die Sprache nicht verstanden, das war merkwürdig. Und dann sind wir, ich dachte immer, Hanoi wäre eine Stadt in Vietnam, aber die sind einfach, die sprechen anders da. Und dann sind wir nach Dortmund gezogen, jetzt spreche ich es auch mal aus. Und dann war ich am Stadtgymnasium hier um die Ecke. Und dann haben mein Vater nochmal beschlossen, also er war nach Ranoldi, Kirchenpfarrer, nochmal beschlossen, den Job zu wechseln. Und ich dachte, oh weia, und dann durfte ich irgendwie zum Glück hier bleiben. Da war ich zum Glück auch schon 18, weil sonst wäre ich mit nach Espelkamp gezogen. So, also Espelkamp hatte damals, nicht durch mich, aber die war ich ja gar nicht da, die höchste Kriminalitätsrate in Nordrhein-Westfalen. Und es war ein Umsiedlerheim. Hört, hört. So, das
Dinge, die Dinge kennen wir schon lange, mein Vater kannte sie auch lange, das waren Umsiedler, also russische Umsiedler, also aus diesen Teilen, die Deutschland dann unrechtmäßig oder eben besetzt hatte und die ganze Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge sozusagen so. Und da hatte mein Vater mit zu tun, eigentlich, weil ihn das hört sich jetzt so blöd, interessiert oder weil sich darum kümmerte, ein wahnsinnig, also wirklich sehr sozialer Mensch irgendwie, zu Hause ein bisschen schwierig, aber gut. Und so, das habe ich auch immer sehr respektvoll irgendwie bewundert, was er da geschaffen hat. Und mein Vater, weiß ich nicht, aber Gott hab ihn selig, ich denke irgendwie, klar, es gibt ja auch Leute in dieser Stadt irgendwie, wo das jetzt da los ist, die da sich dafür einsetzen, dafür kämpfen. Und es ist auch noch nicht ganz vom Tisch. Und vielleicht kann man da noch mal einen Brief schreiben aus Dortmund, wie auch immer, dass man sagt irgendwie, so geht das nicht, so, weil wenn das da im Kleinen stattfindet, dann findet das da im Großen statt. Und ich fand es so. Aber ich hoffe, glaube, dass mein Vater, meine Mutter sowieso, die war viel strikter noch, die hätte den Dieter sofort da nur gesagt, hör mal, so geht's nicht. Ne? Und ja, also. War der politische Haushalt? Also politisch waren wir in dem Sinne, dass ich mich erinnern kann, dass ich eine rote Plakette hatte, wo drauf stand, Willi wählen. Das kam bestimmt super an, oder? Das kam. In einem protestantischen Haushalt. Ja, das war, mein Vater hat das irgendwie so, der war immer ein Sozialdemokrat, so, und ich war dann noch mal weiter links und, aber da habe ich keine Dresche für gekriegt, das war in Ordnung. Aber es wurde über Politik zu Hause gesprochen, oder? Ja, gesprochen in dem Sinne, ja, gesprochen, wenn die, guck mal, ich war 18, als die dann weggezogen sind, so richtig, also radikalisierend war ich so in dem Sinne eigentlich dann, als sie weg waren. Und vorher ist man, dieses Bewusstsein ist, ich glaube, heute ist es früher da, das freue ich mich auch drüber, also siehe Friday for Future. Aber damals irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so mit 16 Mädels, Mopeds und so Politik war da, auch in dieser Zeit, wo ich da war, war jetzt gar nicht so interessant irgendwie. Das ging bei mir. War Anfang der 70er, kam dann irgendwann so RAF, also. Ja, stimmt, habe also, ich auch vergessen. Kann ich mir stimmt, nicht vorstellen, nee, jetzt habe ich verrechnet. Ich war, stimmt. Ich habe nämlich sogar jetzt weiß, weil wir vorhin habe ich Stuttgart erwähnt. Da waren wir, da war die Beerdigung von Bala Meinhof. Da war ich sogar, siehste, da haben sie mich kontrolliert, weil ich hatte einen Pelzmantel an, den habe ich mal am Flohmarkt gekauft und wollte mal gucken, wie das ist da an der Beerdigung. Da auf dem Friedhof. Das du bist war nach Stammheim. Ja, klar, bin ich da hingegangen. So, und das war merkwürdig. Also da war ich schon, siehste, ich habe mich jetzt irgendwie so klein gemacht, da war ich 16. Da war ich schon radikal, so. Sagst du selber radikal oder fand dein Vater dich radikal? Man selber sagt ja nicht, ich habe jetzt kein Aushängeschild mit radikal. Ich war aber, ich kann mich nur erinnern, dass ich in meiner Klasse der Einzige war, der einen Pelzmantel hatte, so. Den hat man sich damals auf Flohmarkt gekauft. Ich meine, viele, die Ü60 werden sich daran erinnern. Und dann aber am Stadtgymnasium, das hat mir neulich eine erzählt, vom Stadtgymnasium jemand hier ist, weiß ich jetzt nicht, aber da war es so, dass der Thorsten Wagner, wo bei mir in der Klasse war, der hatte immer so Ideen von politischen Demonstrationen. Und wir haben uns dann, weil das Stadtgymnasium immer, ich weiß nicht, wie die heute so drauf sind, schwer konservativ war, dieses Ding. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil ich Schule mich damals nicht so interessiert hat, aber ich war natürlich auf der Schule, musste da auch immer hingehen. Und war direkt, ich habe Heiliger Weg direkt gegenüber gewohnt, war völlig praktisch. So eine Schule muss man haben. Und dann haben wir als politische Demonstration, einer hatte das Kapital in der Hand. Und ich hatte auf meine rote Daunenjacke gesprayt, Red, rote Ratte. So, weil das mal jemand zu mir gesagt hatte. So, musst du mal überlegen, auf deine eigene Daunenjacke. In diesem Sinne war ich dann schon radikal. Ich kann davon ausgehen, dass deine Eltern dafür sehr viel Verständnis hatten? Ja. Ja. Wie sah es bei euch zu Hause aus? Kann ich mir das, ich habe so überlegt, Pfarrhaus sehe ich so vor meinem Auge, einen Riesengarten mit so Teppichstangen, wo man toll Fußball spielen kann wahrscheinlich auch, viel Platz, viele Bücher? Ja, bei meinem Vater, ja. Ja. Bildungsbürger, ist das sowas, was man Bildungsbürgerhaushalt? Ja, Bildungsbürgertum, ja, aber auch, ja. Und viele Kassetten, also die Schallplatten, viel Bach, aber auch Schlager hat er auch gehört.
Und wir hatten so in unseren Zimmern, also drei waren zu dritt, mein Bruder älter, meine Schwester älter und ich. Und ja, aber es war auch so, dass, dass da in dem Telefon, ihr kennt ja noch Telefon mit Wählscheibe, da war so ein Schloss dran. Kennt ihr das auch? Ja, so. Heute kostet das ja nichts mehr. Ja, so, je nachdem, was man hier für eine Flatrate hat oder so, ne? Aber das kennen ja, muss ich erzählen, habe ich auch meinen Kindern auch erzählt, man kennt ja so viele Sachen. Wo fängst du denn da an? Ja, ja, aber gut. Aber beim Telefon, ne, ist ja auch Schnur. Schade, Wählscheibe und so, gibt es alles nicht mehr. Und da war so ein Schloss dran, weil wir zu viel telefonieren. Also er war schon, wie komme ich jetzt auf meinen Vater, wenn du so denkst. Ja, ich möchte wissen, wie es bei euch zu Hause lief, weil für mich bist du natürlich so ein Prototyp von Ruhrgebiet irgendwie. Ne? Und ich frage mich, ob du dich in dieser Klassifizierung Bildungsbürger Haushalt eigentlich aufgehoben fühlst? Ja, das hängt immer davon ab, wie man, ich glaube, wie man aufgehoben zu Hause ist. Das hängt davon ab, wie stark man den Drang hat, nach draußen zu gehen, ob man was mit der Familie zu tun haben will oder nicht. Das geht mir heute mit meiner Familie, mit meinen Kindern auch so, wenn man das so nachvollzieht, wo man sagt, was ist zu Hause? Ist ein Zuhause, wo die Tür offen ist? Oder ist ein Zuhause, wo man die Tür schließt und man ist nur unter sich? Ne? Und die Tür offen hieß bei uns aber auch raus. Also raus in dem Sinne, mein Vater berufstätig, meine Mutter berufstätig, die war Lehrerin und noch Pfarrersfrau und hatte noch drei Kinder und noch einen Hund, mehr geht nicht. So. Und da sind die gar nicht da. Auch. Aber Tür auf heißt nicht nur raus, Tür auf heißt auch, alle können kommen. Alle können kommen, ja, das wäre schön gewesen, ja. Das ist natürlich immer, weißt du, also wenn dann zu Hause... Je nachdem, wenn du weißt, da ist so ein Stress, also so ein, mein Vater war halt, was ich vorhin schon erwähnt habe, der verzeiht mir das auch da oben, wenn der sich auf eine Predigt vorbereitet, ne? Oder wenn der so zu tun hatte, deshalb war ich ja froh, wenn der immer mehr so ins, der hat viel fürs diakonische Werk gearbeitet auch oder so, aber wenn der, als er in der Rhein-Neuli-Kirche war irgendwie, dann fängt so ein Predigtstress, der fängt vor dem Wochenende an. Und dann bringst du keinen Freund oder eine Freundin mit nach Hause, wenn der sich auf eine Predigt vorbereitet. Da muss Ruhe sein. So. Und deshalb haben wir, war mein Leben, also von wegen Gemeinschaft, wie man das lebt, Familie, eher immer, ich gehe raus. So. Und klar war auch, und da bin ich meinem Vater auch sehr dankbar, um mal so ein anderes Beispiel zu nennen, das war in Hagen damals, wo du vorhin erwähnt hast, kommen wir vielleicht nochmal drauf, warum ich dann blauer geworden bin, in Hagen-Alpe gewohnt. Und auch ein Beispiel dafür, ich kam nach Hause, Schule, meine Mutter war auch noch in ihrer Schule, wo sie unterrichtet hatte, Grundschule, meine Geschwister waren noch nicht da mein Vater hatte gesagt, wenn jemand an eine Tür klopft und was zu trinken oder zu essen möchte, dann machst du bitte ihm was zu essen oder zu trinken. Also so hat meine Eltern mir so gesagt, ne, so. Damals sagte man, es klingt so immer so ein Schimpfwort, aber wir wissen, da haben wir Penner gesagt oder Berber, wie auch immer, Obdachloser, ne, so. Und irgendwann war es dann so, klopfte jemand, wir hatten so eine Milchglasscheibe in der hinteren Tür. So, Pfarrerhäuser sind ja immer groß, was einen jetzt nicht immer ganz sicher macht irgendwie, sondern wenn man als, zwischen 6 und 8 war ich, so, keine Ahnung wie genau. Und der klopfte dann und ich mache Tür auf. Und dann steht so ein Mensch vor dir mit Bart und allem und auch Geruch und so und so. Und ich habe ihm sofort gesagt, ja, ich mache ein Butterbrot und Tee. So, ohne dass er überhaupt gefragt hat. So, weil ich dachte, sicher mache ich so. Und dann wusste ich aber nicht, wie man das Wasser kocht. Also wir hatten einen Tauchsieder, den durften wir eigentlich nicht anrühren. So, siehst du, Tauchsieder kennen auch ein paar Menschen hier gar nicht mehr. Ne? Erkläre ich dann später. So, ein Tauchsieder. Und dann, den durften wir nicht anrühren und dann habe ich das Wasser einfach so lange laufen lassen, das heiße Wasser, bis es heiß war und habe dann damit einen Tee gemacht und habe eben eine Stulle geschmiert und habe das dem gegeben. So, und dann dachte meine Mutter, und wie war der Nachmittag? Ich sage, ja, war jemand da? Oh, wer war jemand da? Ja, sagte, da wollte jemand was zu essen und zu trinken. Meine Mutter war komplett stolz auf mich, so, mein Vater hat sich das dann wohl erzählt, für mich. Weil das so, es gibt immer so Schritte im Wegen des Erwachsenwerdens, so, wo ich wusste irgendwie, so, ich weiß jetzt, wie es geht. Und das Tolle eben, wenn dir jemand, also wenn dir deine Eltern das sowas mitbringen oder dir das begreiflich machen und du tust es, hast du einen ganz großen Schritt gemacht. So. Und da bin ich
denen total dankbar für. Du hast auch in mehreren Gesprächen und auch mal in einem Gespräch, was wir schon geführt haben, oft gesagt, dir hat so zu Hause auch Lob gefehlt, also das Verhältnis eher schwierig beschrieben. Ich dachte jetzt so, das klingt ein bisschen nach so einem Nachkriegs-Vater-Kind-Ding. Irgendwie konnte der vielleicht gar nicht anders? Ja, es ist, ist in diesen Generationen so. Ich habe mich ja auch, weil ich da auch im Film mal mitgespielt habe, auch diese Geschichte eben beim Wunder von Bern. Ja, und das ist, was mein Vater da erlebt hat, hat er wenig drüber gesprochen. Ich hätte gern mehr mit von meinem Vater erfahren. Das ist wirklich auch immer so ein Ding, wo ich immer denke, erzähl den Kindern oder gib deinen Kindern auch das Gefühl, dass sie dich immer fragen dürfen, weil irgendwie morgen kann es zu spät sein und so. Und bei meinem Vater dachte ich auch noch, der macht noch ein paar Jahre, aber da war er auch schon weg, wo ich so dachte, so ein paar Sachen haben wir noch zu klären. So. Und auch diese, eben diese Geschichten, warum fiel meinem Vater das so schwer, also als ich eben den Entschluss gefasst habe oder dann auf die Schauspielschule zu gehen nach Bochum, zu sagen, dass das was Tolles ist. Ne? Und ich ihm erst begreiflich machen musste, dass das was Tolles ist dadurch, dass der Direktor der Schauspielschule, Westfälische Schauspielschule, mir sagte, der Studienplatz in Bochum kostet so viel wie ein Medizinstudienplatz. Ne? Das hat ihn erstmal dann beeindruckt. Beeindruckt, nicht geschockt? Nee, nicht geschockt, sondern beeindruckt. Das fand er dann gut. Dann dachte er irgendwie, ja, sein Sohn macht doch was Vernünftiges. Und dann meine Mutter hat mir dann immer, das war so dann sozusagen so das drahtlose Telefon, hat mir dann weiter erzählt, was mein Vater dann toll findet, was ich in meinem Job gemacht hat. Und es hat dann ewig gedauert, bis der mal aus dem Quark gekommen ist. Ich glaube, da habe ich schon in Düsseldorf gespielt, Jahre später, 20 Jahre später, wo der dann gesagt hat, irgendwie, das war gut. Ne? So. Und das muss man damit zurechtkommen, aber habe ich ihm auch früher wahrscheinlich mal übel genommen oder wie, ich habe es vermisst, also man vermisst so. Und aber das Gute wiederum auch ist, wenn du Sachen auch wiederum, auch lernst du daraus irgendwie, jedes Mal irgendwie, wenn jetzt mit meinen Kötteln oder meinen Kindern eben irgendwie mal was ist, wo ich so denke irgendwie, da kannst du ruhig nochmal sagen, hast du super gemacht. Ne? So, lieber mit denen mit sowas auf den Keks gehen, ich meine, müsste schon glauben, ne? Ich müsste mal ein bisschen was Gutes gemacht haben, ne? Sage ich jetzt nicht einfach so. Ne? Aber lieber mal öfter loswerden als nichts sagen. Ne? Ändert sich so eine Sicht auf so ein Verhältnis auch durch das eigene Alter, durch das eigene Vatersein? Wie meinst du jetzt nochmal? Also gehst du heute mit diesen Gefühlen oder mit diesen Ideen anders um, seitdem du vielleicht, ja, jetzt, ich spreche es aus, über 60 bist, vier eigene Kinder? Ja, ja. Vier mit 60. Ja. Da geht ja noch was, Peter. So. Ändert sich das? Die Sichtweise? Nee, das war, ich meine, man lernt, ich meine, klar, du lernst ja mit jedem Tag irgendwie, wenn so ein Mensch auf die Welt kommt, irgendwie, wissen alle, die Eltern sind irgendwie so, wenn du aufmerksam bist und natürlich aus deiner, klar, auf jeden Fall ist das irgendwie immer muss eine Reflexion sein, was war bei dir früher oder was war da doof, ne? Und man trägt immer so viel, ich meine, man sieht, wenn man auch aufmerksam ist, sieht man ja selber, ich erschrecke mich manchmal und denke, oh Gott, das hätte mein Vater jetzt auch gesagt, ne? So. Und aber solange du es reflektieren kannst und auch willst und tust, ist es in Ordnung. So. Wenn du sagst, wenn der sonntags da eine Predigt hatte, dann hat der Samstag, war der unentspannt, hat er gearbeitet. Habt ihr gepölt zu Hause im Garten? Hattest du Ballkontakt schon früher? Schön Ballkontakt, das ist ein schönes Wort auch. Ne? Merkt euch das. Nee, hatte ich leider eben nicht. Der hat irgendwie, ich meine, mit meinem Köttel habe ich angefangen, da konnte er ja nicht mehr laufen, habe ich den Ball irgendwie an die Beine geschossen. Los, so. Luis, ja, Fallrückzieher. Ja, so. Und so, und der war auch, kann ich mal kurz erwähnen, der hat bei Altona 93 mit Choupo-Moteng zusammengespielt. Ne? So. Und Choupo-Moteng ist jetzt bei Bayern, schlimmer kann es nicht kommen. Und mein so. Hast aber Glück gehabt, dass der Luis einen anderen Weg genommen hat. Ja. Und hat er eben nicht. Der hat sich nicht für Fußball interessiert, außer das einzige wirklich prägende Erlebnis, auch wenn das für mich langsam zur
irgendwie so zur Legende wird und ich weiß immer nicht, ob das wirklich stimmt, aber es war die WM 1970, da war ich 8 in Mexiko und da haben wir, da haben Mexiko, das stimmt. Das muss man hier im Fußballmuseum wissen. Nicht, Herr Direktor, ja, siehste, war jetzt nicht woanders, sondern war Mexiko, so. Und Mexiko irgendwie, ich meine, wie sind die denn drauf? Wann bringen die das irgendwie um 3 Uhr morgens? Ne? So ein Quatsch, ne? So. Und, also die Fußballspiele, anstatt dass sie es um 20.15 Uhr bringen, Mexiko. Nee. Und so war das dann. Und dann musste ich natürlich, wie guckt man da Fußball irgendwie? Und dann habe ich mich, und mein Vater hat das durchgehalten, nachts irgendwie diese Spiele, natürlich nur der deutschen Mannschaft. Und ich war dann hinter dem braunen Kortsofa und habe diese Spiele gegen England gesehen, gegen Italien und habe da auch, oder gegen Bulgarien, das 5-2 mit Libuda damals schon wieder Schalke, weil der hat ja immer gewechselt. Und ja, großartig. Also das war meine Begegnung. Aber mein Vater hat das nie bemerkt. Er hat das wirklich nicht gemerkt. Vielleicht hat er auch gepennt. Weiß, ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich war hinterm Sofa, habe so geguckt und der ist wahrscheinlich eingeschlafen, war 2 Pils fertig und ich durfte ja noch keinen Alkohol trinken und ich habe das gesehen. Mit 8 Jahren, das ist sehr übertrieben, ehrlich gesagt, dass du das nicht durftest. Aber was hast du da gesehen? Was hast du entdeckt? Was hat Peter hinterm braunen Kortsofa hockend gesehen plötzlich? Mexiko. Ich habe die Welt gesehen. Weißt du, wenn du vom Dorf, ganz ehrlich, du pölst irgendwie mit Freunden und dann gibt es Menschen, die treffen sich in einem großen Rahmen dazu plötzlich, auch mit Zuschauern. Woher weiß man das? Na gut, also das war, bevor ich dem Sofa, weil ich meine, das ist ja so, ich habe ja bei Fichtehagen Handball gespielt, so. Und da haben auch schon mal ein paar Leute zugeguckt. So, ne? So. Das waren zwar Handball, obwohl wir haben auch draußen gespielt noch. Das weiß ich noch. Handball Feld. Draußen? Ja, klar. Handball draußen, das war, ne? Hier, Oberbürgermeister auch noch, er nickt schon. Wir auf dem Feld, also Feldhandball, nicht das große Feld, das auf waren die Asche oder Älteren. Rasen. So. Und das war wirklich, wir haben auf Rasen teilweise und so, wir haben zu dir da, Ball aufticken, muss ja beim Handball, wenn ihr das nicht wisst, musst du so machen, so. Und dann, bumm, war der Ball weg. Das war nicht leicht. Und egal, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, also ich wusste schon, also wenn man Sport macht oder einen Mannschaftssport und dann habe ich bei Uli Richter, wo mein Freund war in Hagen, der Vater hatte eine Kneipe und das war für mich ganz toll, weil wenn du eine Kneipe hast, dann gucken die da immer damals noch, Leute, gibt es heute gar nicht mehr. Heute gucken, natürlich gibt es das noch, aber ist ja dann immer blöd Sky und so weiter. Aber da gab eben dann Sportschau und dann haben alle geguckt und ich habe irgendwie eine Spezi gekriegt, habe ich zu Hause natürlich nicht gekriegt. Und wie heißt das jetzt? Schaumkuss, weißt du, was es ist? Schaumkuss. Und entschuldigt. Und eine Bulette und das gab es alles bei uns nicht. Bei uns gab es Sprudel und so gab es auch keine Fanta und so weiter. Da gab es das und Uli Richter, wo mein Freund war, der eine Zecke dann auch wurde, warum auch immer, Dortmunder wurde, so und ich als Schalker und wir haben da zusammen irgendwie in der Kneipe Fußball geguckt und da hatte ich schon so eine, eigentlich bin ich da so reingewachsen in die Welt derer, die da sind, die auch mal die ja nicht so oft wie heute den Verein wechseln oder nicht nach Saudi-Arabien müssen oder keine Ahnung, so, sondern irgendwie. Da war irgendwie die Begeisterung, die da war und plus Mexiko, was du eben gesagt hast, wo ich so dachte, wow, irgendwie, das ist irgendwie großartig. Und das haben wir ja, da gibt es ja genug Beispiele für irgendwie. Dann sind wir, wenn wir auf dem Pölen gegangen sind, vor dem Pfarrhaus gab es immer Riesenwiesen irgendwie. Dann waren wir natürlich diese Spieler. Wer warst du? Ich war Libuda, aber ich war natürlich, ich konnte trotzdem den Trick nicht. Ich habe das nicht verstanden, irgendwie da andeuten und da vorbeigehen und so. Ich bin immer mitten reingegangen, so. Ich habe das so, weil das, aber egal. Ich liebe jede Position zu spielen, so. Nur neulich habe ich einen Fehler gemacht, war ich auch mal ein kleiner Tipp. Also ich spiele 3-mal die Woche, ne? 2-mal auf Kunstrasen, 1-mal im Park, so. Und wenn ich auf Kunstrasen spiele, dann sind die Jungs immer ganz schnell, so. Und dann hatte ich irgendwie, haben sie gesagt, komm, jetzt geh du mal ins Tor, weil jeder geht dann mal ins Tor. Und dann habe ich den Ball gefangen, so, ne? Und wollte dann irgendwie direkt in den Gegenangriff übergehen und bin dann mit dem hochgegangen mit meinen 61. Ne? Ich bin sehr schnell, sehr schnell. Und in dem Moment dachte ich, jetzt ist was passiert. Und das hatte ich noch nie. Wenn Ihnen das mal was passiert, wenn Sie im Tor stehen, und zwar ist mir hier, habe ich mir eine Bauchmuskelzerrung geholt. So. Ja, Bauchmuskelzerrung, so, das ist hier. Und ich konnte dann keinen Angriff mehr. Ich bin dann ins Tor gegangen.
und bin dann zu meinem Osteopathen und nochmal zu meinem Physio gegangen, der hat das, und dann bin ich zum Typ gegangen, der das hier, wie wenn man schwanger ist, wie heißt das, wenn man das? Ultraschall. Ist bei mir so lange her. Ist lange her, vergisst man auch mal, ne? Macht nichts. So Ultraschall gemacht und sagte dann irgendwie original, Herr Lohmeier, machen Sie mal den Sport, der Ihrem Alter entspricht. Oh. Was hat der denn für Flausen im Kopf? Ich sagte, wir spielen am Sonntag, wenn Sie mal vorbeikommen, im Jenischpark in Hamburg, da ist der Älteste ist 83. So, und der spielt einen vernünftigen Pass. So, und ich werde jetzt nicht langsamer laufen. So, ich weiß nicht, wie ich auf das, vom Höchstchen auf Stöckchen, so ist das mit dir, wenn wir reden, so sonst einfach mal sagen, stopp Peter, dann kann sie wieder was fragen. Nee, ich wollte ja wissen, ne, du warst jetzt in Hagen, ja. Ich habe jetzt gelernt, man hat draußen Handball gespielt, wir hatten ja nichts, nicht mal eine Halle, da war es dann das Trikot. Stimmt diese Geschichte, dass es die Farbe des Trikots war? Oder hast du es einfach irgendwo mal, bin gerade aus dem Zug gestiegen, erzähl ich mal was. Nein, aber es ist ja, irgendwann kommt ja die Frage, oder es kommt ja zu jedem die Frage. Und jeder hat so sein Erlebnis. Der Joachim erzählt immer, der Kroll erzählt immer, dass ihn sein Vater halt mitgenommen hat. Irgendwie. Westfalia Herne. Ja, so. Ne? Und jetzt ist er irgendwie trotzdem nicht Herne-Fan, sondern hiervon. Ne? Auch schön. So, verstehe ich nicht. Ja, aber, nein, das ist ja von Herne, weil Herne, Westfalia Herne, großartiger Verein, da kann man ja bei bleiben. So, aber ich habe mir wirklich lange überlegt und ich habe immer dem, und dann habe ich den Uli Richter, dann haben wir mal Kontakt gehabt. Der wohnt ja auch irgendwo noch um die Ecke, irgendwie, der eine Kneipe hatte eben in Hagen. Da habe ich gesagt, Uli, warum bin ich denn jetzt, weißt du das noch? Ne? Und weil ich auch immer gesagt habe, du warst doch auch Schalker. Ich sagte, nee, ich war gelb. Und hätte ich bei, und dann hat er mir, glaube ich, erzählt, also glaube ich, ja, ist es schon, hätte ich bei Hagen Emst gespielt, die hat nämlich gelbe Trikots, dann wäre ich jetzt hier, hätte ich einen Mega-Applaus gekriegt, als ich hier reinkam. Ne? So war das nur so halbe Flaute, auch in Ordnung. So. Nein, aber das ist so, ich habe weder mein Vater noch sonst jemand hat mich dahin geführt, aber ich habe natürlich durch diese Entscheidung, also ich war dann halt, oder vielleicht war es auch Libuda, ich weiß es nicht mehr, ganz ehrlich, jetzt kann ich es mal auflegen, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war es Libuda in Mexiko, und der da wirklich großartig gespielt hat, aber dann leider nicht weiterspielen durfte da. Aber die Geschichte ist doch schön. Libuda in Mexiko, es klingt so toll. Oder? Kannst du bei bleiben. Ja, mein bestes Erlebnis muss ich erzählen dann, von wegen mein Spiel, wenn man wird ja immer nach dem Spiel gefragt, vielleicht wird es mich dann auch noch fragen oder auch nicht. Auf jeden Fall war das 6-6 gegen Bayern München im Parkstadion. Ich meine, da muss man sich ja vorstellen, dass man da war. Da bin ich so dankbar für. So. Und weil das dann ein Erlebnis war, war auch, und dann haben die Bayern dann den Ton gekauft. Sollen sie, war schön blöd, aber egal. Aber das Spiel war unglaublich, das war so, und ich weiß gar nicht, ob es ein vergleichbares Spiel je in dieser Stadt gegeben hat. Ich glaube, es gab mal ein 4-4, das war auch besonders. Aber dieses 6-6, ne? Dieses 6-6, da haben wirklich Rentner neben mir, also Untertagekolosse, haben neben mir so die Lord-Extra-Packung, da kann ich mich wirklich erinnern, das ist verbürgt. Die haben die so zerdrückt vor Nervosität, ich dachte, die sterben jetzt neben mir, so. Und das war einfach, und dann ist es auch scheißegal. Ich meine, auch wenn sie 6-5 verloren hätten, ist doch irgendwie, wichtig ist doch immer, dass da unten was stattfindet, das ist Theater. Siehste, ja, aber Halbfinale, siehste? 70.000 im Gelsenkirchener Parkstadion werden diese Pokalnacht niemals vergessen. 12 Tore bei Schalke gegen Bayern. Den Auftakt macht Karl-Heinz Rummenigge. Als Matti nach 12 Minuten auf 2-0 erhöht, droht dem Zweitligisten eine Klatsche vom Rekordpokalsieger. Kruse schafft im Gegenzug den Anschluss. Dazu geht an diesem 2. Mai 1984 ein Stern am Schalker Fußballhimmel auf. Hier ist ein Pass auf Olaf Thon. Schön macht er das. Und der Ausgleich. 18 Jahre alt, Gelsenkirchener Junge, das Imperium schlägt durch Michael Rummenigge zurück und Olaf auch. Und wer ist da? Olaf Thon, die 61. Minute. Und in der 72. gehen die Schalker erstmals in Führung. Peter Stichler trifft. Und Tor durch Peter Stichler. Der kleine Rummenigge zaubert an diesem Abend sogar Superstar Karl-Heinz in den Schatten. Michael Rummenigge und das hier zu 4. Verlängerung. Walter Jungerns, in dieser Saison vom FC Bayern gekommen, patzt gegen Dieter Hoeneß. 3 Minuten später, dann kommt Ennerts. Bernhard Dietz, und der Ball ist im Netz.
Der EM-Kapitän von 1980 verzaubert Schalke mit einem Haltbarkeitsdatum von 3 Minuten. Hoeneß 5:6. Der Wahnsinn geht weiter. Ist das die Entscheidung? Das ist sie. Und Bayern-Coach Lattek will an diesem Abend einen Spieler am liebsten im Kofferraum mit nach München schmuggeln. Diersen schießt. Klute Simon. Und Tor! Das gibt es nicht, meine Damen und Herren. Das gibt es nicht. Ein solches Spiel habe ich noch nicht gesehen. 6:6. Unglaublich. Das Wiederholungsspiel gewinnt Bayern dann mit 3:2. Ja, siehste, wir haben immer so ein Problem, wenn wir so Torhüter haben, so Junghans aus München. Ich weiß nicht, ob ich den verpflichtet hätte, sonst hätten wir es da klar gemacht. Das Rückspiel haben wir dann verloren leider. Und es gab ja auch mal so eine Meisterschaft, die so ein Torwart so ein bisschen an einem Händchen hatte und so. Also es war jetzt nicht unser Torwart, sondern war der von HSV. Mit Torhütern haben wir jetzt nicht so viel Glück, obwohl wir jetzt haben wir einen Müller im Tor. Mal gucken, was mit dem passiert. Aber ja. Jetzt nochmal diesen Moment da, dieses Spiel, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber du sagst immer noch, das ist das Spiel gewesen. Ja, das jeder, der, denke ich, irgendwie viele Spiele gesehen hat, dafür gibt es immer eins. Und das Schöne ist natürlich, dass wenn man dabei war, es gibt noch eine Geschichte auch, wo auch im Moment, auch wo Markus hier, Freund von mir, vom VfL Bochum, wo wir im Stadion waren, den nehme ich immer mit, den habe ich immer mitgenommen, als es Bochum nicht so gut ging. Jetzt nimmt er mich mit, wenn es Schalke nicht so gut geht. Das ist Liebe, das ist gut, das, ne? Freundschaft. Ja, das auf ist auch blau. Ja, wir sind ja auch blau beide. Ja. Und oder so in die Richtung, auf jeden Fall. Auch farblich. Und das war das Spiel, das war auch interessant, das war auch so ein Spiel, das war, weil ist ja immer so, wenn man im Stadion ist und ich, wo, nach diesem Film, den ich da mal gemacht habe, werde ich ja oft angequatscht auch, hör mal, Peter, wie geht's aus? Ne? Als wüsste ich, als wäre ich so ein Prophet, ne? Nur weil ich dafür gesorgt habe, dass wir 3:2 in Bern gewinnen, so, weil ich meinen Sohn da hingebracht habe, so. Meinte, ich wüsste das. Und dann war es so, dass ich bei einem Spiel, das war auch lustig, siehst du, gegen Bayern, ne, so, was war in der Liga? Ich glaube, wir hatten gerade mal die Altintop-Brüder verpflichtet auch. Und das war das eine Interessante. Das andere war noch, ich glaube, Altintop-Brüder, Entschuldigung, wie lange habe ich denn dieses Wort nicht gehört? Ja, siehst du, die Zwillinge, ne? Und oder sind die Zwillinge? Sind Zwillinge oder nicht? Da war ich jetzt nicht. Komme ich durcheinander? Egal, doch, der Kollege nickt. Auf jeden Fall, obwohl man konnte sie unterscheiden. Ist ja egal jetzt. Was wollte ich ja gar nicht erzählen? Ich wollte was anderes erzählen. So, und da bin ich irgendwie war ich im Wichtigbereich, ne, so bei Schalke, weil ich da, ja, weil ich da ein Ticket gekriegt habe, der Nordkurve, meinst du, nehme ich noch ein Ticket Nordkurve weg, die geht auch schön im Wichtigbereich, kriegen wir auch zu essen, umsonst, alles gut. So, und da sitzen da immer verschiedene Kapaiken, so, und dann die Familie Fischer auch und so weiter. Und da sagt irgendwie eine Dame, weiß jetzt den Namen nicht mehr, sagt irgendwie, hör mal, Peter, sagt zu mir, warum spielt denn der Rost heute nicht, was ist denn da los? Der Neuer spielt, ne, so. Ach, sehr interessant, das war das erste Spiel von Manuel Neuer, so. Und das war das Spiel, wo die Schalker Anhängerschaft mal wieder gesagt hat, ihr seid so blöd gerade auf dem Rasen, ihr könnt euch mal ein bisschen mehr anstrengen. Wir machen bis zur 19.04. Minute keinen Lärm. Nur um wieder den Kreis zu schließen, irgendwie zur 19.04, so sind wir ruhig, egal was passiert. So, ne? So, Markus und ich sitzen da irgendwie um uns rum, da so ein paar Russen, so, oder wie auch immer. Und dann, damals noch, jetzt nicht mehr, zum Glück, so, oder jetzt sehen wir einfach die auf jeden Fall, so, auf jeden Fall, wir sitzen da und totale Ruhe im Stadion, so, weil wir die lautesten sind überhaupt, so, und dann kommt die 17. Minute, die 18. Minute gegen Bayern München, eben hatte ich ja erwähnt, der Neuer spielt, man achtete so ein bisschen, hält er jeden Ball und so weiter. Wir hatten das 1-0 gemacht, ich glaube die 11. Minute war das, wie immer, normal, so, und dann kommt irgendwie, dann kommt die 18. Minute und das weiß ich, sehe ich noch genau vor mir, nur mal um von Olaf Thoma ein bisschen abzulenken und so, und dann kommt irgendwie, dann kommt fast die 19. Minute und Kubiaschwili geht über links, ne, und ich denke, was macht der denn jetzt, so, ne, und es war schon irgendwie, die Zuschauer, also die Ultras mäßig, irgendwie die ganze Nordtribüne fing schon langsam an, das Ding einzuklatschen, dass man wieder Lärm machte. Und in der Sekunde macht er das Tor. Das war so, Markus kriegt in dem Moment, wie ich jetzt auch, Gänsehaut, irgendwie, wenn wir dran denken. Irgendwie. Das war und auch ein Bochum-Fan, wir haben uns dann innig umarmt, weil die Russen wollte ich nicht. Und da habe ich Markus genommen. So. Und das war irgendwie unglaublich. Das war, werde ich nie vergessen. Ich sehe den wirklich, den Kubiaschwili, noch vor mir. So, ein paar Monate später, um das noch kurz weiter zu flechten, sitze ich
wie ich da hingekommen bin, weiß ich auch nicht. Ich wurde gebeten, im Mannschaftsbus zu einem Musikstudio zu fahren, um mit Kevin Kurani Songs aufzunehmen. So. So. Ach, ja. Echt. So. Ja, weil das sind echt Internas. Was für Songs? Ja, das dürft ihr nicht weitererzählen. Obwohl es dann so, bleibt oder don't. Das wurde veröffentlicht, weil jede, also jetzt ist jetzt im Augenblick nicht mehr gang und gäbe, weil die Kollegen Fußballer haben immer auch andere Sachen zu tun und so Tätowierungen und so weiter. Aber damals wurde noch in ein Musikstudio gefahren und dann haben wir Musik aufgemacht, so Schalke ist unser Leben, lauter so Songs zu singen, ne? So. Und das ist echt. Atemberaubend, weil ich da hast du mitgesungen, ne? Ja, natürlich habe ich da mitgesungen. Ich war der Einzige, der singen konnte quasi. Außer diesen Schlagersänger, der dann quasi irgendwie immer so Songs einsingt. Ne? So. Aber du hörst, also wenn du richtig hörst, hörst du Kurani auch wo dazwischen lispeln. Und das war eigentlich vorher, weil da war Manu, glaube ich, noch gar nicht, da war der noch gar nicht Torwart. Also doch Torwart schon, aber noch nicht richtig Nummer 1. So. Und da war ich in diesem Bus. Nur deshalb, ich komme drauf auf Kobiaschwili, deshalb muss ich dann, nee, ich komme mal verhöchst auf Stöcke. Ich kann dir folgen, ist ja, gar kein auf, Problem, so. Peter. Und auf jeden Fall, ich so in den Bus rein, so setz mich hin, ne? Und dann kommt als nächster Frank Rost rein, damals auch Kapitän, unsinnigerweise, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall Spieler, der schon mal einiges erlebt hat, ne? Kommt so rein, hallo, so geht so weiter durch irgendwie so. Und dann wurde der Bus immer voller. Ragnick, der Organisationsmensch schlechthin, der für alles immer einen Kopf hatte, ne? Sagte, der Bus ist ja zu klein. Dann dachte ich plötzlich, oh Scheiße, ich muss aussteigen, ich bin ja zu viel hier, ne? Und so, ne? Dann stand ich auf, hörte ich von hinten Rost, bleib sitzen, Lohmeier, so, wer draußen bleibt, das sind die Anfänger. So, also die jetzt neu im Verein und die Jungen, ne, so. Und dann hatte Ragnick irgendwann, wie auch immer, einen größeren Bus organisiert. Ich saß schwitzend vorne, ich dachte so, Alter, was mache ich hier, so. Und dann kam Kobiaschwili nach vorne, ne, so. Und du kennst, und das ist so dieses Phänomen, und ich möchte auch dabei bleiben am liebsten, und manchmal lerne ich sie halt dann doch kennen irgendwie, wie sind Fußballer im Leben? Ne? Also wir kennen ja Fußballer, ich habe hier neulich eine tolle Veranstaltung gehabt, irgendwie mit der Nacht von Sevilla, da war ich dann auch irgendwie mit den Fußballern von damals, ne? Habe ich mit denen hinterher gegessen und so und mit dem Litti gewettet und so, dass der Terodde 10 Tore macht in der Liga und so, ja. Um 100 Euro habe ich verloren. So. Bist du aber auch nicht hoch eingestiegen. Also. Nee, hat mir gereicht, weil der Schuhmacher war auch noch dabei und da habe ich echt viel Geld verloren, egal. Auf jeden Fall, was soll ich erzählen? Der Kobiaschwili, so jetzt komme ich zum Kobiaschwili. Du, also der Kollege ist in Georgien jetzt mittlerweile, glaube ich, auch Manager von der Nationalmannschaft, so, oder Trainer, ich bin ja doch egal. Und der kam so nach vorne zum Ragnick, so, und sagte, Trainer, ich habe jetzt Anfrage Nationalmannschaft und weiß nicht. So ganz schüchtern, der hatte ja dieses Tor gemacht, so ganz schüchtern. Ich dachte, oh Gott, wo musst du nicht so schüchtern sein? Frag ihn doch nochmal. Ne? Und der Ragnick, irgendwie Professor, sagt irgendwie, nee, ist besser, wenn du nicht dahin fährst. Ne? So. So. Und Kobiaschwili so, so, danke Trainer. So, ne? So. Wo ich dachte, Kobiaschwili verdient ja wahrscheinlich viel mehr sogar als Ragnick und das ist ja egal. Irgendwie so. Aber so Strukturen in so einem Verein zu verstehen, irgendwie, ne? Wenig später war Ragnick dann weg, nicht mein Ding. So, obwohl ich dafür gesorgt habe, dass auf Schalke, laut Aussage eines anderen Trainers, der nach Ragnick kam, den habe ich dann wohl abgesägt, hat der mal behauptet. So. Aber ich habe überhaupt nicht diesen Einfluss. Jetzt sind wir schon so weit vorgesprungen, ja. Dabei wollte ich doch eigentlich hier, wir haben noch so ein schönes Dortmund-Bild, es wird ja Zeit, Hagen überspringen wir mal. Hagen, tut mir leid. So, du bist in Dortmund, du hast ja gesagt, zur Schule gegangen und warst da aber auch schon Schalke-Fan. Wie war das, in dieser Stadt zu leben und Schalke-Fan zu sein? Aber jetzt muss ich mal ganz kurz, ist das jetzt ein schönes Dortmund-Film? Nee, ich habe einfach nur an Hansa gedacht, wo du gearbeitet hast. Ach so, das könnte ja sein, ist ja... Ja, auch ach, so weißt du, Rainoldikirche können wir... Ja, nein, komm, wir nennen es Industriekultur, normal. Wie war das für mich hier anzukommen? Ja, das war... Als Schalke-Fan, wie ist das? Ich habe mir gestern überlegt, ob das so, und ich habe mir dann auch nochmal so einen Trailer angeguckt von Theo gegen den Rest der Welt. Ich dachte, ist das nee, so ein... es war nicht schlimm. Es war ja viel schlimmer, was ich kurz vorher mal erwähnt habe, in Stuttgart zu leben, weil, da habt ihr jetzt kein Bild von, macht nichts,
Aber das war deshalb, also deshalb war der Wechsel. Es erklärt sich, durch Stuttgart erklärt sich Dortmund, also ganz kurz. Das ist gut. Ja, weil als wir nach Stuttgart kamen eben, da war eben der Haufi, wo später mein Freund wurde, der war im Tor und ich hatte ein blaues Baumwolltrikot von Schalke an. So. Und dann hat der Haufi, wusste nicht, wie ich heiße, weil erste Sportstunde, wir sind da eben hingezogen nach Stuttgart, unsinnigerweise, weil mein Vater da arbeiten wollte. Und dann rief der halt Schalke. So, Schalke, nimm den Ball, weil ich war vorne, warte auf den Ball so. Danach hatte ich einen, wirklich 3 Jahre lang waren wir da unten und alle nannten mich Schalke. So. Bis heute? Wenn ich zum Klassentreffen gehe, was ich nicht mehr tue, weil es irgendwie mir echt zu weit weg ist, was will man in diesem Kessel auch? Nee, ich will da gar nicht mehr hin. Aber der Haufi hat mich später mitgenommen, Achtung, zum VfB Stuttgart, so. Und ich habe in der C-Jugend vom VfB Stuttgart gespielt, so. Hansi Müller war in der A-Jugend, so. Und jetzt noch ein Geheimnis, Albert Singh, ne, Co-Trainer von, nicht Co-Trainer, Assistenztrainer hieß das ja, von Sepp Herberger, 54, war Trainer. Und Albert Singh hat uns 10 Schaumküsse, manchmal muss man echt überlegen, aber es ist gut, dass man überlegt. Ja. So, ja. Und 10 Schaumküsse, weiß ich noch, spendiert, als wir da irgendwie in der Jugend, also C-Jugend habe ich nur gespielt. So. Und danach, um das auch nochmal das Thema, wann wird man geschlechtsreif anzusprechen, wir sind dann nach Dortmund gezogen eben und dann kommst du mit 16 in so eine Stadt, wo du denkst, irgendwie, ja, vorher hast du in Hagen gewohnt irgendwie, Dortmund ist jetzt, boah, jetzt auch nicht so der Renner, aber du wohnst irgendwie zentral, das ist schon mal gut, irgendwie da gegenüber, was ich vorhin gesagt habe, ist das Stadtgymnasium. Entschuldigung, wie, Dortmund war nicht der Renner. Ja, nicht der Renner von Stuttgart. Du hast in Stuttgart gewohnt, du hast im Sauerland gewohnt, in Hagen gewohnt. Was wäre denn dann der Renner? Ja, der Renner wäre wahrscheinlich gewesen Gelsenkirchen. Ja. So, ja genau. Siehst du so. Ich habe immer gedacht, ja, wie, warum bin ich nicht in Gelsenkirchen? Ja. So. Warum? Gelsenkirchen oder Paris? Hauptsache Ruhrgebiet. So. Die Geschichte wird neu geschrieben. Ja, nein, aber es war wirklich, es war nicht schwer, weil, jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, Fußball stand nicht an erster Stelle. Also ich bin irgendwie bei einem Fußballverein ausgetreten, beim VfB Stuttgart, irgendwie, wo ich auch eine ganz kurze Geschichte, muss ich auch ganz kurz erzählen, richtig gut. Pass auf, so. Und zwar beim VfB Stuttgart, ihr kennt das Trikot vom VfB Stuttgart, da gibt es einen roten Streifen, so einen Balken, also gab es früher, ne? Die Kollegen Ü60, die mir zunicken, so, die kennen das so. Was? Brustring heißt das. Das ist der Brustring. Was habe ich gesagt? Roter Streifen reicht nicht. Brustring. So, quasi über die Brüste. Deshalb Brustring. So, ne, genau. So. Und das Trikot gab es zu kaufen in Baumwolle. Baumwolle beim Stuttgart, weiß ich, Sportgeschäft, da heißt so, egal. So, ich mir, das musstest du dir selber kaufen. So, 34 Mark oder keine Ahnung, wie viel das kostete. Und dazu musstest du dir kaufen dieses Abzeichen vom VfB Stuttgart. Dazu. Das war nämlich nicht drauf. Das hat was, meine so Mutter... Oder was? Nee, Klettverschluss, du bist modern. Nee. Das hat meine Mutter ja, mir drauf genäht. So, aber exakt drauf genäht. Meine Mutter war jetzt nicht die Nähkönigin und ich habe das dann hinterher erlernt, das Nähen. Egal. Auf jeden Fall genau hier drauf genäht, ohne Werbung noch. Richtig tolles Trikot, habe ich leider nicht mehr. Aber wir haben dann Freundschaftsspiel gegen Concordia Hamburg gemacht. So, ich Mittelläufer, damals hieß das Mittelläufer, original. So, und dann kam irgendwie dann so ein Hamburger, ich wusste ja nicht, dass ich irgendwann in dieser Stadt lande, kam dann auf mich zu und sagte, hinterher, wir hatten 2-0 gewonnen irgendwie, und kam zu mir und sagte, machen wir einen Trikottausch. So, ne, so. Und ich sage, ey, Alter, bist du irre? Meinst du, meine Mutter näht das nochmal drauf? So, ne? Stell mal vor, so. Und also so, egal, auf jeden Fall, diese Geschichte war abgeschlossen mit Fußball, in dem Sinne im Verein. Irgendwie, ich habe keinen gefunden hier, auch der mir gleich sagte, einen Freund gefunden, der sagte, spiel doch mit mir oder komm mit mir mit und so. In Dortmund? Da. Nee, war so. Weil es andere Sachen waren vorne. Die Mädchen waren vorne. Mädchen, was noch? Also Mädchen waren vorne, Mopeds waren vorne. Ich habe versucht, mir ein Moped zu kaufen und ja, und das war alles interessant. Ich bin ab und zu hingegangen in die, wie hieß es damals, Westfalenstadion, ne? Und so. Wir hatten Rote Erde, jetzt war ich, Rote Erde hatten wir, wie heißt das hier, wie Leichtathletik, ne? So, auch unsinniger Sport, ohne Ball, verstehe ich gar nicht. So, und dann haben wir... Kugelstoßen? Und, so, ja, so.
Und dann kam natürlich die Fußballer vom BVB, haben dann irgendwie, die hatten natürlich Training auch tagsüber, während wir Sportstunde hatten. Und das weiß ich noch, da kam Volker Ippich. Ne? Ist der Torwart vorhin euch gewesen oder täusche ich mich? Doch, ist. Oder? Kann mal einer nicken? Ja, Volker Ippich. Und kennt ihr nicht mehr, so egal. So. Und der kam irgendwie, und die kamen dann und haben dann unsere Mädels angebaggert, so wie Fußballer so sind, ne? Hemmungslos. Und das war so direkt daneben, das weiß ich noch, das sind meine Erinnerungen, das hatte mit Fußball zu tun. Und dann gab es so eine Zeit, als meine Eltern dann weg waren und die Mädchen mich überhaupt nicht mehr interessiert haben, da war dann irgendwie wieder, tauchte irgendwie Schalke auf. Ich weiß nicht, wie es kam. Ich bin dann auf jeden Fall immer rübergefahren ins Parkstadion. Das war dieses Erlebnis dann eben auch, wo wir den Olaf eben gesehen haben und so. Aber ich hatte mit da nie Schwierigkeiten. Es gab auch diesen Stress nicht. Es ist auch, wenn ich zum Derby gehe oder so, dann höre ich mir so ein paar Sprüche an, aber die sind auch nicht schlimm. Und ich gehe jetzt auch nicht irgendwie zu den Hardcores und sage ihnen ins Gesicht irgendwie, ihr seid doof oder so Quatsch. Ne? Das ist halt das einzig Problematische, finde ich, irgendwie an dieser Farbe ist, dass das Pilz halt gelb ist. Ich hätte gerne noch eins. So, ja. Ein Pilz für Herrn Lohmeier. Du hast hier in Dortmund Lesezirkel verteilt, ist das richtig? Du hast so ein paar lustige Jobs gemacht, ne? Praline in der Nordstadt ausgeteilt. Ja, das war, wenn man ein Moped haben will, braucht man Geld. Und das war bei uns irgendwie taschengeldmäßig so geregelt, dass wir hatten so eine Skala, wenn wir, ich weiß gar nicht, wann mein Vater das eingeführt hat, aber für eine 1 gab es eine Mark, für eine 2 gab es 50 Pfennig, bei einer 3 gab es nichts und bei einer 4 wurde 50 Pfennig gezahlt. So. Und bei der 5 eine Mark. Und bei der 6, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich irgendwie versucht, immer nicht zu haben. Und dadurch war die Kasse irgendwie bei mir nicht immer ganz im grünen Bereich. Was für ein System. Und deshalb habe ich dann, was macht man, Jobs gesucht irgendwie. Dann habe ich angefangen, Zeitungen auszutragen. Das war richtig, richtig mies, weil ich ich weiß, die Stadt ist schwierig, jede Stadt ist schwierig, auch Hamburg hat seine Problemzonen und die Problemzone Nord, Dortmund Nord ist ein bisschen, und da habe ich eben Zeitungen ausgetragen und das war irgendwie damals mit Kassieren auch. Also Zeitung austragen ist ja okay, ne? Aber wenn du die Praline und die, gibt es ja leider nicht mehr, und Ü60 kennt das noch, ne? So, und die Praline habe ich natürlich auch mal dann durchgeguckt, das kriegte ich ja alles, ne? Klar habe ich bei der Praline einen Ständer gekriegt. So, und das war dann irgendwie so. Und die Bravo habe ich dann auch. Und die habe ich dann auch noch mit zwischendurch gelesen. Aber diese Zeitungen, die echt mies waren zwischendurch, die habe ich dann eben ausgetragen und dann noch kassiert. Dankeschön. Und dann einen kleinen Applaus bitte. Und wenn du da dann in so eine Bude rein musst, ne, ganz, dann glaubst du ja nicht, was für Leute dann natürlich irgendwie diese Blätter bestellen und dann gar nicht mal die Kohle dafür haben, das zu zahlen. Und so, dann habe ich wirklich ich habe das wirklich relativ kurz gemacht. Also, weiß ich nicht, vielleicht war es ein Monat oder keine Ahnung. Und dann hat meine Mutter mich gerettet, in dem Sinne, weil da unterschreibst du ja dann so einen Vertrag auch noch. Und dann kam der Typ nach Hause, das weiß ich noch, sehe ich noch vor mir. Dann saß wir da am Küchentisch und meine Mutter hat ganz klar gesagt, der Junge macht das jetzt nicht mehr, ne, so. Womit klar war auch, Kohle ist jetzt irgendwie Ende. Und dann las ich aber in der WAZ, auch eine meiner Lieblingszeitungen, las ich dann, dass die für das Kinder- und Jugendtheater Dortmund einen jugendlichen Darsteller suchen für das Stück Wir pfeifen auf den Gurkenkönig. So. Ja, heißt so. Das ist eine österreichische Autorin, Christine Nöstlinger. Da gibt es nichts zu lachen. Wir pfeifen auf den Gurkenkönig. So. Und dann habe ich mich da beworben bei Klaus D. Leubner, einem Regisseur, und bin da hingegangen, dachte super, weil ich hatte schon mal in so einer Theatergruppe mal gespielt und das hatte mir Spaß gemacht und so. Meine Mutter hat auch immer gesagt, oh Mensch, das macht dir auch Spaß. Und dann haben die mich genommen und dann habe ich da natürlich viel mehr Geld verdient als beim Zeitungsaustragen. Jetzt auch nicht so der Hammer, 15 Mark pro Vorstellung, das war echt viel. Und wie alt warst du denn? Da war ich 16. Ich bin eigentlich immer 16. Immer, was ich erzähle, bin ich 16. Ja, aber heute ist nur die Zahl verdreht, weißt du? Okay, ja, stimmt. Ist nur die Zahl verdreht. Heute bin ich 61. Aber es ist eigentlich immer noch 16. Ist so eine Zahl. Ey, ja, der nächste Trikot, weißt du, so auch so wieder irgendwie. Auch das finde ich auch immer so ein Ding, ne? Von wem habe ich das heute gelesen? Von welchem Spieler? Ja, irgendwie von irgendeinem Torwart irgendwie. Oh, ich nehme die 24, weil da und so und so. Aber mache ich nächstes Trikot 16.
Egal, auf jeden Fall, was ich wollte erzählen. Du warst da im Theater beim Gurkenkönig. Kinder- und Jugendtheater Dortmund. Und das hat mich irgendwie, das fand ich toll. Das war das, da macht man ja auch, in dem Alter macht man ja auch Praktikas. So, das war mein Praktikum, was mich dazu geführt hat, wo ich gedacht habe, irgendwie, der Job interessiert mich. Da gab es einen Schauspieler, Detlef Rehninger, der lebt heute in Köln. Und der war genau 20 Jahre älter. Und das war so, und der war, oder war 10 Jahre älter, egal, heute ist das Unterschied, ist er, egal. Was? Der war 16. Bis heute 16, 16. Sagt der Oberbürgermeister. Aber nee, 26 passt eigentlich. Also, aber egal, auf jeden Fall war der, und der war auch in Bochum auf der Schauspielschule gewesen. Mhm. Und dann habe ich den gefragt, was ist denn so Schauspielschule und so, und das interessierte mich dann. Und dann hat der, dann war ich auch in der Schule nicht so, weil ich hatte da Kinder- und Jugendtheater gemacht und mein Vater hatte mir das erste Mal mir das erlaubt. Das zweite Stück hat er mir erst nicht erlaubt, dann habe ich es aber doch gemacht. Hier mit Peter Freiberg zusammen, großartiger Dortmunder Musiker, irgendwie Konditors und so weiter. Rolltreppe abwärts war das, da durfte ich dann später auch mitmachen. Und also wirklich nur mit Dortmunder Legenden zu tun hatte. Und dann sind meine Eltern da eben, genau, das war so super, weggezogen. Da war ich dann 18, nicht mehr 16, war 18. Und dann habe ich gedacht, irgendwie Abitur schaffe ich nicht im ersten Anlauf. Habe ich jetzt auch keinen Bock zu, brauche ich nicht. Und habe ich gedacht, probiere ich doch mal Schauspielschule, Aufnahmeprüfung. Ne, so. Und das hat dann irgendwie, dann habe ich eine Schauspielaufnahmeprüfung gemacht in Essen, Volkwangschule. Da haben die mir gesagt, sie sind begabt, aber sie haben Sprachfehler. Hallo? So, ja, da habe ich erstmal über meinen Sprachfehler nachgedacht, weil ich dachte, die machen das weg. Also ich war so ein bisschen... Was war das für ein Sprachfehler? Ich habe gesprochen wie Kurani. Ne, so. Also das merkt man heute nicht mehr so. Und manchmal, wenn ich müde bin und zweites, drittes Pilz, dann kommt es auch raus und so, aber ist ja auch nicht schlimm. Also, bist ja jetzt drüber. Damals war das nicht gut und dann haben sie gesagt, sie sind begabt, aber sie haben Sprachfehler. Und dann habe ich irgendwie in Hamburg Aufnahmeprüfung gemacht, da haben die mich genommen, da habe ich bei der Aufnahmeprüfung, weißt du, wer mit mir gearbeitet hat? Auch hier wieder für die Ü60, Ekel Alfred. Ja? Tesla. Ja, musst du dir mal vorstellen, ich kannte den nur aus dem Fernsehen, dieses Arschloch, in Anführungsstrichen, weißt du so. Du dusselige Kuh, hat er immer gesagt. Ja. Ja, und dann hat er mit mir da gearbeitet und dachte ich, boah, irgendwie, das ein Schauspieler kann so und so sein. Und dachte ich, war ich noch heißer auf den Job. Dann haben sie mich da auch genommen, aber ich hatte ja inzwischen Ellen Siebert kennengelernt. Ne? Ellen Siebert, das war meine zweite große Liebe in meinem Leben. Und die war eben in Dortmund ansässig, ne? So. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich auch noch die Aufnahmeprüfung in Bochum. So. Ja, Schauspieler aus Bochum. Da war es, und dann war das Gute, dass ich glaube, das war ein gutes Zeichen, an diesem Tag hat auch Dietmar Bär, legendärer Kommissar aus Köln, so, Dortmund-Fan. Genau. Metzgers Sohn aus Dortmund, so, den ich kannte, weil er im Barob im Kino die Karten abgerissen hat. So, der hat mit mir am gleichen Tag die Aufnahmeprüfung gemacht. Und ich habe gleich gemerkt, wenn man so mehrere Aufnahmeprüfungen hintereinander macht, da merkt man, was die so wollen, so die Dozenten. So. Die wollten so eine Gruppe zusammenstellen, die zusammen funktionieren, so kreativ sind und so. Und dann habe ich immer gedacht, dann merkte ich gleich, dass die auf Dietmar abfahren. So, ne? Da dachte ich mir, okay, an diesem Tag musst du mit Dietmar gut Freund sein. So. Wir waren aber sowieso, wir kannten uns ja, ne? Aber trotzdem will natürlich jeder da irgendwie das große losziehen und sind ja 400 oder 600, wie sich da bewerben. Aber an dem Tag war eben Dietmar da und so. Und Dietmar, weiß ich noch, dann gab es irgendwie, dann sollte man sich zum Beispiel, ich glaube Chopin war das oder keine Ahnung, dazu sollte man sich bewegen oder so, ne? Oder es war auf jeden Fall ein Klassiker, ein klassisches Stück, was irgendwas mit der Donau zu tun hat. Ob das jetzt Chopin wahrscheinlich nicht, weil ich Donau nicht kannte, egal. Auf jeden Fall so. Und dann stand Dietmar nur so da und nahm so Steine, ne? So ein Steinchen und machte immer nur, wie man sich zu der Musik bewegt. Muss man wissen, Dietmar war damals ein bisschen fülliger als ich, so. Und dann stand er nur so da und machte immer so. Und ich dachte, wow, Alter, geile Idee, der schmeißt Steine in die Donau, war diese Musik so, ne? Wie blöd kann man sein, aber richtig gut, ne? So und so. Und ich habe mir dann immer nur überlegt, was mache ich jetzt? Auf jeden Fall war es dann wichtig, ich weiß nicht, ich habe dann mich natürlich zu bewegt, weil ich auch so ein Tänzer bin und Fußballer, die können das alles und so. Und dann war es so, dass es ein Ballspiel gab, also ein Ballspiel. Und zwar musste man eigentlich nur zu gewissen Zeitpunkten immer den Ball jemandem zuwerfen und du musstest ihn fangen, ne? So. Und ich wusste, wenn ich den Ball von Dietmar fange, dann bin ich mit ihm auf jeden Fall in einer Truppe.
Und es passierte so. Aber es sollte noch so sein, dass die Spannung noch, um die Spannung auch für sie zu erhöhen, es war so, dass ich irgendwie mit meiner Freundin Ellen Richtung Hannover fuhr. Den VW Käfer hatten wir schon mit allen Umzugssachen belegt, um dann nach Hamburg weiterzufahren, weil ich ja, da war ich ja aufgenommen. So. Und musste anrufen in Bochum, ob ich jetzt aufgenommen wurde oder nicht. Ne? Und dann hat die Sekretärin wie im Film meinen Namen vertauscht und hat gesagt, nee, erst. Ne? Und ich so, oh, nee, Herr Lohmeier, stimmt gar nicht. Sie sind aufgenommen, so. Und worauf ich meine Freundin natürlich sofort geküsst habe, dann nach Hamburg gefahren bin, um das abzusagen, irgendwie, wo der Direktor wirklich beeindruckt war, sie kommen extra, ja, ich sage, natürlich, ne, das macht man so, ne, oder? So, ne? Nicht so wie die Spieler, die Verträge immer brechen, nee, das, man sagt richtig ab. Ja, eine WhatsApp konntest du ja nicht schreiben. Nee, das gab es noch nicht. Auf jeden Fall habe ich dann, und so habe ich die Schauspielschule dann in Bochum besucht. Das war eigentlich nur das, was ich kurz erwähnen wollte. Jetzt ist er hier so oft erwähnt worden und es ist so schön, dass er auch heute gekommen ist. Hier ist, darf ich sagen, einer deiner besten Freunde, deiner längsten Freunde? Markus. Ja, Markus, ja. Markus, komm zu uns. Ach, so eine Überraschung. Boah, ich wusste natürlich, dass er da war, aber ich wusste jetzt nicht, dass er hier hochkommen darf. Gut, ja, hier. Alter Schwede, ich habe mir das Mikro voll in Schnall. Ist meine Zahnlücke jetzt noch breiter? Bitte? Habe ich mir das raufgehauen? Nee, hast du nicht aufgehauen, ist immer noch die Lücke. Gut. Nein. Markus, ja, schön hier zu sein. Ja, voll schön, dass du gekommen bist. Vor allem, jetzt hat Peter schon so viel über dich auch und über eure Freundschaft gesprochen. Stimmte das denn alles, Markus? Ja, das ist ja meine Schwierigkeit heute Abend. Ich darf ja irgendwie nicht so viel erzählen, aber grundsätzlich hat er recht. Und, das ist ja grundsätzlich auch immer ein guter Satz. Grundsätzlich genau, hat Peter recht. Genau. Aber er hat mir eine Pointe schon kaputt gemacht, weil ich hatte irgendwie nicht Erinnerung gehabt, dass du dieses Tor von Levan Kobiashvili in der 19.04-Minute irgendwie auch so präsent hatte wie ich, weil das war das erste Mal im Stadion, irgendwie, wo ich dich habe richtig abgehen sehen. Und das letzte das war Mal. Wirklich, und das war, ich bin ja, wie schon gesagt, bin ja Bochumer und das war auch so ein Moment irgendwie, der war sensationell. Ne? Und da haben wir uns wirklich dann minutenlang in den Arm gelegen und das ist dann auch so ein Moment, wo ich dann auch diese Rivalität zwischen Bochum und Dortmund und Schalke irgendwie nicht nachvollziehen kann, der egal ist. Und das war irgendwie schon auch so ein ganz besonderer Moment. Wie habt ihr euch kennengelernt? Kennengelernt haben wir uns 1986. Da war ja, wie gesagt, Peter in Bochum auf der Schauspielschule. Und ich hatte damals Zivildienst gemacht. Und die Kirsten, die ich betreut habe, ich habe da individuelle Schwerstbehindertenbetreuung gemacht und Kirsten, war in den Bochumer Künstlerszene und besonders in der Schauspielerszene verankert und kannte viele Schauspieler, die schon am Schauspielhaus waren, aber auch viele Schauspielschüler. Und da habe ich das erste Mal in dem Rahmen dann Peter irgendwie gesehen, ohne dass wir uns jetzt großartig dann, unterhalten haben. Ganz bewusst kann ich mich daran erinnern, dass er mich angesprochen hat, irgendwann mal in der Disco, weil ich so eine tolle Baseballjacke hatte. Und da hat er mich angesprochen und hat gefragt, ob ich ihm die verkaufen würde. Ne, und habe ich natürlich nicht gemacht. Du hast Leute angesprochen, verkaufst du mir deine Jacke? Ja, das ist total irre, weil mein Freund Fred, der jetzt nicht hier sein kann, der in Hamburg lebt, den habe ich im Keller, Ü60 werden die noch kennen, die diese, so, wo der Erdbeerdieter... Du erzählst ganz schön viele Ü60-Geschichten, ja, das ist ja, nein, ich sage nur immer, dann kommt man schneller drauf auch. Hier, wo der Erdbeerdieter gearbeitet hat, legendäre Kneipe. Da, wie so eine Parallele, ich hatte das schon wieder fast vergessen, der hatte eine super geile Jeansjacke und ich wollte die Jeansjacke abschwatzen. So, und da war es die andere Jacke, ich stehe auf Jacken. Und hast du die gekriegt von Fred? Ja, die habe ich gekriegt. Ja. Aber deine hast du nicht rausgerückt. Ich habe dann nicht abgegeben, nee. Wir haben hier ein Foto von euch, du, im Kreise der Lieben, vorne ist Peter. Was hast du für ein T-Shirt an, Markus? Was steht da drauf? Ich habe unabsteigbar, steht da drauf. Ich bin ja Bochumer oder unverkaufbar. Ja. Unabsteigbar. Also hast du das damals noch? Galt das noch. Ja, ja, ich habe die noch. Ja, ja. Also damals, wie war Peter drauf? War der cool? War der laut? War der eher still? Tut mir leid, Peter, dass wir so in dritter Person jetzt. Also wenn ich jetzt sagen würde, er war still, ich glaube, er würde mir keiner abnehmen. Ne? Ja, wissen wir es? Kann sein, dass er Vollperformer auf der Bühne ist, aber in Wirklichkeit er ist auch im Tiffany privaten, arbeiten oder sowas. Er ist auch sowas. Im Privaten so, wie er sich heute hier präsentiert. Und ja,
wie gesagt, wir haben uns ja damals dann irgendwie mehr so am Rande kennengelernt und richtig kennengelernt haben wir uns dann ein, zwei Jahre später. Da habe ich damals meine heutige Frau kennengelernt, die Peter besser kannte. Und das war dann so ab 88 oder 89, wo wir dann irgendwie mehr Kontakt miteinander hatten. Und, Peter, sag's. Gar nichts. Die Gudrun ist ja hier. Ich meine, wollen wir die jetzt auch? Nein, ist ja so. Also ich habe sie dir nicht ausgespannt, also nee, so gesehen. Nee, irgendwie nee, nee. Ist, ihr wart schon getrennt. Ja, ja, sicher. Gudrun. Ja, sicher. Hallo. Das ist Gudrun. Hallo, Gudrun. Alles in Ordnung. Nee, das Tolle ist ja, und deshalb freue ich mich, also dass wir, das ist auch eine, wenn man so oft die Schule wechselt, wie ich vorhin erzählt habe, oder im Bundesländer auch noch und so, noch schlimmer, dass irgendwie, dann ich habe keine, wenig Freunde, also wo man, ich muss mir echt Mühe geben, ich werde zwar zu Klassentreffen eingeladen, aber ich habe eben kein Abitur gemacht und habe nicht längere Freundschaften. Und Markus ist wirklich einer meiner längsten Freunde. Und das Tolle ist, dass wenn du, weil du vorhin angefangen hast auch, dass man über Fußball redet. Natürlich, Markus ist jemand, wir sind komplett auf Augen. Wir haben auch schon zusammen gespielt, so, also jetzt da im Park hier in Bochum. Mhm. Und wo wir fast so blindes Verständnis haben. Das macht so einen Spaß, eben mit jemandem zu sprechen, der, ja, das, ich nenne das jetzt mal Augenhöhe. Ich finde das jetzt auch gar nicht arrogant oder so, sondern so. Und das Tolle ist irgendwie, dass bei uns über den Fußball aber rausgeht, weil wir zusammen auch schon, also jetzt im Augenblick sind wir im Gespräch über ein Kunstprojekt, was wir mit der Bruststiftung machen wollen, irgendwie, weil ich male und Markus macht Fotos und Kunst im öffentlichen Raum und das wollen wir zusammenbringen und wir haben, da setzen wir uns auch ständig auseinander, weil er macht seine Kunst und ich mache meine und also jetzt bildende Kunst eben und sich darüber auseinanderzusetzen, darüber hinaus, was jetzt eben Fußball bedeutet, so. Mhm. Und das ist irgendwie was komplett Wertvolles und das schafft man aber auch nur, wenn man über so eine lange Zeit ein Vertrauen entwickelt in der Freundschaft. So ein Fundament, wie würdest du euer Fundament beschreiben, worauf fußt das, gemeinsame Werte, ist es aber die gemeinsame Zeit oder eine Mischung daraus? Ich würde auch sagen, schon die Werte. Also das ist ja auch das, was ich an Peter irgendwie gut finde und das hat er auch relativ heute Abend am Anfang mit angefangen. Dass er auch ein Typ ist, der Haltung hat, ne, und die Haltung auch vertritt. Mhm. Und da erinnere ich mich jetzt gerade daran, was du am Anfang erzählt hast mit dem Kloster. Es gab ja auch vor einigen Jahren das Theater, was du mit Schalke hattest, speziell mit Clemens Tönnies. Und dass ich das damals irgendwie total bewundert habe, dass du halt dann irgendwie dich engagierst gegen Rechts und gegen Antisemitismus und da auch für eingestanden bist. Und auch irgendwie wieder Worte gegeben hast. Und ich weiß ja, dass er ja auch viel Ärger eingebracht hat. Aber ich finde, irgendwie in so Zeiten ist es einfach wichtig bei Rassismus, irgendwie, dass man jetzt nicht Sonntagsreden hält oder irgendwie Alibi-Aktionen, sondern auch, wenn es drauf ankommt, irgendwie Stellung bezieht. So. Und Jahrhunderthalle, sowas habt ihr nicht. Das Foto ist gemacht in der Jahrhunderthalle. Das ist eine ganz tolle Halle, wenn ihr mal nach Bochum kommt. Richtig schöner Veranstaltungsort. Das war immer ganz witzig, das Foto, weil es ist in der Jahrhunderthalle, als die Jahrhunderthalle noch gar keiner wusste, dass das die Jahrhunderthalle ist. Ich hatte irgendwie über Beziehung, da gehörte damals die Halle, war gerade der Übergang, die gehörte ja früher Krupp, ne, und ist dann übergegangen in Besitz der Stadt Bochum, beziehungsweise Landes- oder LEG. Und ein Freund von mir, der hatte bei der Stadt Bochum gearbeitet. Ich kann dir das auch schicken, ne? Also, aber ist auch schön, wenn das so groß und der ist. Hatte, und der hatte Zugang zu dem Schlüssel gehabt. Ne? Und da war die Halle im Prinzip noch so hinterlassen, wie Krupp sie hinterlassen hat. Und er hat natürlich dann angefragt und ich habe ihm die Möglichkeit erbeten, und was jetzt immer von dir genau erkennen kann, aber er ist halt wirklich dann 20, 30 Meter unter der Decke, sitzt da irgendwie auf so einem Rohr, schick, wie es im Ruhrgebiet gehört, mit Unterwäsche. Ne, und habe ich lange nicht mehr gesehen, das Foto, das Lustige war. Warst du der, den wir da auf dem Foto sehen eigentlich? Ja, ist das so dein Habitus auch gewesen? So ein bisschen, ich bin Peter. Ja, weiß ich, Habitus, ich habe natürlich, wenn du so machst, muss natürlich die anstrengen, dass das irgendwie ein bisschen dicker aussieht. Aber damals habe ich noch nicht viel mit Photoshop gemacht, aber das war in der Sternbeilage. Die TV-Sternbeilage, da war das drin gewesen. Ja. Ich habe die ja noch. Die da. Ja, stimmt die ja auch. Guck. Peter. Ja, siehst du. Die Fernsehzeitung. Ja, guck mal. Guck mal, da steht, eben noch die Zeitung verteilt, jetzt oben drauf. Guck mal, da steht Bochum drauf, weil ich da einfach, das war so mein, ne, Bochum. War da Fördertürmchen in deiner Ecke? Ja. Mhm. Ja.
So, das zeigt der 30-Jährige. Hat man mit so einem eine tiefe, feste Freundschaft, so eine verlässliche? Ich weiß, wenn wir uns verabreden um 19 Uhr, kommt er um 19 Uhr. Ich weiß, wenn die Kacke dampft, der Peter ist da, ist egal was. Also wenn die Kacke dampft, der Peter ist definitiv da, ob er pünktlich ist. Ja, die dampft noch ein bisschen länger. Aber er bessert sich und er ist wesentlich ruhiger geworden. Aber er ist schon einer, der den Druck auch so braucht. Aber wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt irgendwie über 30 oder 35 Jahre. Das ist nicht verrückt, wenn man das sagen kann. Ich finde es ja auch irgendwie schön. Es gibt ja auch Situationen, wie jetzt, glaube ich, wir haben uns zuerst vor einer Woche gesehen. Wir sehen uns heute, wir sehen uns irgendwie nächste Woche in Bochum. Dann kann es aber auch mal sein, dass man sich auch ein halbes Jahr gar nicht sieht, weil es irgendwie nicht passt. Aber dann hat man trotzdem im Kontakt miteinander, man ist auf dem Laufenden, was passiert. Peter hat ja auch irgendwie von seinen Kindern, mit denen haben wir ja auch Kontakt, sodass wir dann da immer dann einen Austausch haben, wo Peter gerade ist. Und also auf jeden Fall ist er verlässlich und guck mal da. Genau, ist Luis. Das Luis? Wie war Peter Lola, plötzlich? Das ist Lola, du hast recht, das ist Lola. Das ist Lola, das ist die Schwester. Luis ist links abgeschnitten, toll. Wie war das denn, als er Vater wurde? Was hat das geändert? Peter auch. Was hat das geändert? Ich meine, wir haben vorher einen Typen gesehen in der Jahrhunderthalle Bochum, als sie noch nicht Jahrhunderthalle war, und in Feinripp Unterhemd und. So. Ja, aber da waren die Kinder schon da. Ja, ach so. Ja, klar, das war eine Fotostrecke. Ja, das war völlig irre. Ich meine, das würde ich ja heute überhaupt nicht machen mehr. Aber ich habe das war relativ naiv oder so. Und selbst die Mutter, die heute oder dann später, als ich mit Luis den Film gemacht habe, haben wir viel mehr auf sowas aufgepasst. Aber ich fand, das ist auch ein wunderschönes Bild. Also wie gesagt, Lola, daneben ist Luis, den ihr dann abgeschnitten habt, weil man darf ja keine Fotos von ihm zeigen. Was hat das verändert? Verändert, weiß auch jeder, der Kinder kriegt, du hast irgendwie, wenn du die auch wirklich dabei bist, dann verändert dich das einfach dahin, dass du einfach Stress hast. Also die Zeit ist nicht mehr da. Hatte er noch Zeit, um mit dir zum Fußball zu gehen? Ja, Fußball gehen. Wir haben meistens immer verbunden, Fußball gucken und Fußball spielen. Ja. Und noch geile Fotos machen. Alles, ja, Peter hat echt viel Zeit mit seinen Kindern verbracht. Ist ein Tausendsasser. Mensch, Markus, und jetzt seit über 30 Jahren, du bist heute gekommen. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, die erste Halbzeit mit ein bisschen Verlängerung ist jetzt um, würde ich sagen. Mach mal kurze Pause. Ja, sicher, im Fußballmuseum muss was verdienen, ne? Schön Pilze trinken und so, kostet auch was, ne? Ja. Ist doch richtig so. Das ist immer so, Pausen gibt es immer, wenn ich so auf so Veranstaltungen gehe, ne, dann frage ich gleich auch immer irgendwie, ist eine Pause da, je nach Veranstaltungsort irgendwie, ist aber auch normal so. Und kann man aufs Klo gehen, was trinken und so weiter. Kippchen rauchen, wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Ich mache einen kurzen Werbeblock für das nächste Mal mein Leben in 90 Minuten. Da sind wir im Ruhrstadion in Bochum und zwar mit Jasmin Tabatabai und Andreas Pietschmann. Oh ja, auch, das auch, kenne ich auch. Beide. Toll. Kommt. Ja. Toll. So, toll. Jetzt trinkt. Ja. Peter.
Mein Leben in 90 Minuten. Ich habe gar keine Idee gehabt, ob das jetzt vorhin eine Halbzeit war oder einfach mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Und ich würde sagen, wir sind einfach mal so im Flow. Wir sind ja im Deutschen Fußballmuseum und haben wirklich die große Möglichkeit, das auch zu nutzen. Und deswegen haben wir direkt jetzt zu Beginn für dich eine Devotionalie aus dem Haus. Eine Devotionalie? Ist es die, der das? Janik, kommst du mal zu uns? Oh, oh, oh. Hast du auch einen Strauß Blumen dafür? Ja, aber er hat die richtigen Handschuhe an. Ja, man darf es da nicht so anfassen. Ne? Bleibst du kleben. Oder, Rudi hätte den schon hingeschmissen. So, und so, aber ich, wow, das ist wirklich, ist ja toll. Ja. Wie hast du das Spiel erlebt damals? Wie ich das Spiel erlebt habe? Ich muss jetzt erstmal, ich bin gucken, so durchgegangen. Gucken, was das für ein Pokal ist, soll ich das erklären? Oder? Ja, was für eine Kanne ist das, genau. Eurofighter 97, ja klar. Ach so, Mensch, mein Hast du nicht? Ich dachte, du würdest das, ich kann mit dir zu Wetten, das gehen. Nein. Ich meine, das ist ja die Auswahl der Trophäen, die dein Verein, aber wir lassen das. Ja, aber Trophäen. Ja, nein. Aber das war ja nun mal ein riesen besonderes Spiel. Also 1997, Eurofighter, Huub Stevens. Ich freue mich, Werner Hansch war gerade noch hier, ist er noch da? Der ist gerade weg. Der hat sich ausgehalten, ja. Okay. nee. Das auch eins der Spiele. Denn natürlich hätte ich das dann erwähnt, wenn ich dann dabei gewesen wäre. Mhm. Ne? Aber ich war da nicht dabei. Und, aber du verfolgst das doch sicherlich. Ich meine, das habe ja, ich geguckt. Natürlich, verfolgt habe ich das, aber da war ich eben nicht dabei. Ich bin dann irgendwie Jahre später, waren wir ja nochmal in Mailand und das war auch richtig schön. Da bin ich dann hingefahren und so ein paar Spiele verpasst man. Das ist natürlich so. Aber das darf man gar nicht. Irgendwie ist man darf, nicht so schlimm. Ja, pass auf, ist nicht so schlimm. Aber du hast ja direkt gesagt, Rudi hat ihn sofort umgehauen. Ich finde ja, das ist auch Rudi Assauers Pokal. Ja, nee, Rudi hätte ich umgehauen. Rudi hätte den Namen Pfiff und Pilz fallen lassen, wie es damals war. Ja klar, also Rudi Assauer ist für mich auch ein Mensch, den ich total schätzen gelernt habe, klar ist das auch so, aber ich kannte ihn schon vorher. Für mich haben sich natürlich viele Türen geöffnet nach dem Wunder von Bern und dann habe ich mit ihm, aber auch, wie gesagt, ich kannte ihn auch schon vorher, aber dann näher kennengelernt, wir hatten mal ein für mich legendäres Interview zusammen für die FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Danke. Und ja, man muss das mal erklären. Nein, jetzt nicht mehr lachen, sonst muss ich auch lachen. So, nein, auf jeden Fall, da saßen der Rudi und ich in seinem Büro, wo wir auf unserem Trainingsgelände, wir waren da immer sehr weit vorne im Ruhrgebiet, dann konntest du auch gucken auf dem Platz, ob die da auch laufen alle und ob sie auch trainieren. Und da hatte ich mal so eine Frage, also so, mir war immer nicht klar, auch bin ich auch dankbar für, warum, wissen wir auch nicht, warum jetzt zum Beispiel, der Reus heute nicht so gut spielt. Ne? So, da gibt es ja 1000 Gründe für. Und wir denken natürlich immer, er ist verletzt. Ne? So. Und das beim Fußball finde ich eine Sache, wo wir gar nicht, also früher wurde darüber nie geredet, aber was ist mit den Leuten los? Was ist da vielleicht privat los? Ne? Was ist da irgendwie, was hat er da für Sorgen? Ist ihm irgendwie morgens die Schüssel runtergefallen oder ist wieder Vater geworden oder nicht? Ne? So. Und dann, das bleibt jetzt auch unter uns, die Geschichte auf jeden Fall, sagte ich eben, was ist mit dem Assa los? Ne? Assamoah, ne? Der war irgendwie so. Ne? Und dann sagt er, also bleibt wirklich unter uns. So, und dann sagt Rudi zu mir, hör mal, Peter, weißt du, wie oft ich mit dem nach Holland fahren muss? Du hast verstanden, ne? So, alles klar. So, und das ist irgendwie, also sind, was ich damit aber sagen will, so, vergesst das jetzt wieder, ist einfach,
ist einfach, was ist zu Hause los? Die Jungs haben ja nur, also die haben ja den Fußball, aber wenn die so durchdrehen oder in welche Richtung auch immer oder so. Ich weiß noch, als der Lincoln mal bei uns gespielt hat, ne, der hatte ein ganz anderes Problem, das war viel flacher. Der hatte, weil er irgendwie der kam aus Brasilien und dann kam er in das nicht so warme Gelsenkirchen und der hatte einen Pool, so, also einen Swimmingpool. Und der hatte den immer auf 35 Grad geheizt, so und so, weil das in Brasilien halt das Wasser wärmer ist, so, ne? Und der hatte so eine Mörderstromrechnung, dass er wirklich irgendwann irgendwie das Elektrizitätswerk irgendwie den Assauer angerufen hat und gesagt, da stimmt was nicht in der Wohnung irgendwie so, ne? Und dann ist der Assauer da reingegangen, ne? Ist ja direkt durchgeschwitzt gewesen, hat dem Lincoln mal erklärt, pass mal auf. Erstens, du machst den Pool, den heizst du jetzt mal runter. Und zweitens, wenn du zum Training kommst, dann fährst du nicht mit deinem Ferrari vor. So, das gibt's nicht mehr bei uns. Das gibt's nicht mehr. Das hat der Assauer mit allen Spielern gemacht. So, das heißt, die haben dann immer außerhalb ihre Ferraris geparkt, weil bei uns kommen ja immer unheimlich viele Leute zum Training. Ne? So, sehr viele. So, so und da, ab da fährst du dann mit dem Kadett quasi zum Training. So, das war, um einfach, nee, der Rudi hat einfach gewusst, wie es lang geht irgendwie und leider ist es dann eben, ja, es war irgendwie, also gesundheitlich mit ihm wäre ich abgegangen, aber vorher weiß ich auch noch, haben wir uns mal im Stadion getroffen, da ging es um diesen Deal, da habe ich mich echt geärgert, da ging es um, das interessiert euch gar nicht, aber egal, da ging es um Samsung oder Gazprom, ne? Und wir haben halt in die Scheiße gegriffen, Samsung hat auch viel Scheiße am Hals, egal, auf jeden Fall, der Rudi wurde dann irgendwann auch da rausgedrängt und so und hat sich ja mit dem, ach, das ist jetzt alles Spöks, jetzt, ich muss ja nicht, du hast bestimmt eine Frage, komm, egal, so, so, aber ich habe den sehr geschätzt, so, ich habe den sehr geschätzt und muss eine auch noch eine Geschichte erzählen, die auch nicht so, Ganz kurz. Nee, weil die haben mich ja mal eingeladen. Ich darf einfach nicht atmen. Also wenn du so, Promi ist auch ein Schicksal, wenn du so bist. So. Und dann irgendwie, ist halt, bei Schalke gab es dann halt irgendwie, gab dann immer so, weiß nicht, ja gut, die Simone, weil sie mit dem Assauer zusammen war und so weiter. Und dann irgendwie haben die Klitschko sich auch mal für Schalke interessiert, keine Ahnung und so. Aber wurscht, auf jeden Fall wurde ich dann irgendwann gefragt, da spielte Schalke im Pokal, ist auch noch nicht so lange, haben wir auch mal wieder Titel geholt, hallo, irgendwie so. Und zwar den Pokal, ja, so in Berlin, blödes Stadion. Und dann haben wir gegen Duisburg gewonnen und war jetzt auch nicht schwer. Und dann hatten die mich gefragt, ob ich mit dem, da wurde so die ganzen Spieler sind, die fahren ja dann irgendwann nach Hause nach dem Pokalspiel und dann hast du ja meistens frei, sind Ferien und so. War nicht mit dem Fahrrad? Wie? Nee, habe ich nicht gesagt. Achso, ich habe Fahrrad verstanden. Nee, macht nichts. Pass auf, ich lalle schon so ein bisschen. Ich spreche ein bisschen wie Kurani jetzt gleich. Und, aber Kurani war gar nicht dabei. Nee, der war dann, glaube ich, haben wir noch nicht gekauft. Auf jeden Fall, wir gewinnen gegen Duisburg und ich sollte eben mit dem Zug, zum historischen Zug, zurückfahren von Hamburg, von Berlin bis nach Gelsenkirchen. Das ist es! Ja, ja. Das soll, genau, das super Timing. So, ich weiß nichts von diesen Fotos so, und so. Und dann sollten wir richtig gut da der Kollege erstmal. So und dann sollten wir Applaus für Henry. Hey. So und ich sollte dann im Rathaus in Gelsenkirchen auch noch irgendwie was erzählen oder was lesen oder wie auch immer, ne? Und ich dachte nur, ey, Alter, wenn die den Pokal holen, so, dann ziehen die sich richtig ein in der Nacht und im Zug wahrscheinlich auch noch und fahren dann in die Ferien, so. Und das Schlimme war auch noch, wir hatten ja so ein ganz schlimm, oder was, ich dachte ruhig mal schlimm, irgendwie auch Aufsichtsratsvorsitzender, so, ne? Und dann war ich auch auf dieser Pokal in Berlin, als wir dann irgendwie gefeiert wurde, irgendwie, war ich da natürlich auch, das ist immer ganz schrecklich, da sind da die Funktionäre und die Mannschaft und so, die wollen eigentlich mit ihren Frauen knutschen und haben immer keinen Bock, da irgendwie mit den Funktionären zu reden. Und der Manu hatte eben dieses Angebot von München, so, ne? Und so, und was ich auch total verstehen kann, weil du möchtest nicht immer in Gelsenkirchener Stadtpark, du möchtest auch mal durch den Englischen Garten laufen, so. Und dann ist der, und dann hat der, den Namen spreche ich echt nicht aus, ihr wisst, wen ich meine, der Fleischfabrikant hat dann versucht, irgendwie in dieser Nacht den Manu nochmal zu überreden, ne, so. So, und das hat er natürlich auch zu Recht nicht geschafft und so, weil es war ganz schrecklich, weiß ich noch. Und der Fleischfabrikant saß dann zum Glück auch nicht im Zug, aber in unserem Abteil saß Hüb Stevens, so,
der war nicht unser, war nicht Trainer. Trainer war Pokalsieg in Berlin. Henry, wer war Trainer? Weiß jetzt keiner, ne? Doch, Rangnick war es, ja sicher. Natürlich, komm, wäre ich auch gleich drauf gekommen. So. Und ich habe vorhin, da muss ich ja was, in der Pause hat sich das geklärt, kurz Zwischengeschichte. Ich habe es im Augen, im Ohrenwinkel und dachte so, ach so. Ja, so, das war vorhin natürlich nicht der Volker Ippich, Hafenstraße, St. Pauli. Das war der Eike Immel, den ich vorhin sagte, der unsere Frauen angebaggert hat bei uns in der Klasse. So, sorry, das waren die gleichen Vokale. So, und auf jeden Fall, so jetzt sind wir wieder im Abteil, in diesem Zug. Hüb Stevens, der Rangnick war natürlich nicht in diesem Abteil, aber der Manu saß neben mir und so, war auch völlig drüber, irgendwie schon hier so. Und dann Typen, Leute am Weinen, weil der Manu jetzt weggeht und so. Und die, der war betrunken. Und jetzt war, kommt so ein Bild, irgendwie, was ich auch nie vergessen werde. Und der Rudi Assauer, der vorher irgendwie so der aufmerksamste Mensch war, egal in welcher Art er das gemacht hat, aber so, der guckte nur aus dem Fenster. Und das war für mich, wenn ich daran denke, kriege ich auch Gänsehaut, das war irgendwie so merkwürdig irgendwie. Der nahm die Welt da schon nicht mehr wahr. Nur mal, um auch mal so eine Geschichte zu erzählen, wo ich so dachte, oh Gott, irgendwie, was ist mit diesem Menschen irgendwie, der so viel für diesen Verein getan hat, der für mich auch was bedeutete und so. Und mit Manu war irgendwie total schön mit diesem Pokal und dann den durfte ich anfassen. So. Und dann war, ja, dann war, wie gesagt, irgendwie, das wollte ich kurz eben erzählen, dass das, wo ich wusste irgendwie, die Zeit ist vorbei. Es gibt immer so Abschnitte im Fußball so und ich bin dann auch, habe das dann auch in diesem Abteil auch nicht so ausgehalten, bin dann so rum, dann traf ich den Rangnick so. Und dann erzählte der mir irgendwie, ich meine, das Problem konnte ich da auch nicht lösen, hat er gesagt, wenn ich jetzt hier weiter in diesem Verein arbeite, die sind alle zu langsam, ne? Die sind alle einfach so, ne? Und ich sagte auch, scheiße, wo kriege ich jetzt schnelle Stürmer her und so, weil er ja immer ein System spielte irgendwie, was irgendwie nach vorne ging, so. Deshalb ist Österreich jetzt auch wieder am Start, so. Auf jeden Fall war das dann so, dann sind wir irgendwie mit dem Zug weitergefahren und kamen dann irgendwie in Gelsenkirchen an. Gibt es jetzt auch ein Foto? Nee, schade. So, weil da gab es dann irgendwie diesen Autokorso, ne? Und ich so, Alter, ich muss jetzt wirklich nicht. Dann wurde im Zug dann so, wie gesagt, die waren alle total stramm. Peter, wo fährst du denn mit und so? Und ich sah irgendwie, ja, ich fahre irgendwie ganz, und ich sollte erst neben Manu sitzen, ne? Auf so einem, weil sind dann so Cabrios, wo du dann irgendwie so drauf sitzt, ne? Und durch Gelsenkirchen. Ich sage, nee, stopp, ich bin jetzt wirklich nicht, ich habe zu diesem Pokalsieg fast nichts dazu getan, so, ne? Ich war natürlich laut, aber mehr nicht, so, und dann, dann war es Schober, ich weiß, auf jeden Fall, irgendwie Ersatztorhüter, irgendwie, dann ging ich auf das Auto, irgendwie so, und war zum Glück nicht bei Manu, ich meine, es gab in Gelsenkirchen, das ist in Gelsenkirchen so, die sagen, ey, Penner, ey, klasse, dass du dabei bist und so. Und auch so, ey, wieder 3-2. Nein, ich sage, nee, wir haben 5-2 gewonnen gegen Duisburg, alles klar. So, und dann fuhren wir durch die Straßen, da in Gelsenkirchen. Und das war der Moment, werde ich euch auch noch erinnern, ein bisschen, da kriegte Manu eine geklatscht von einem Fan. War nicht gut, weil der kriegte eine geklatscht, weil er halt nach Bayern ging. Ne, so. Fand ich auch überhaupt nicht lustig. So, und wir kamen dann irgendwie am Rathaus irgendwann an. Und dann dachte ich, ich kann ja jetzt nicht irgendwas erzählen oder lesen oder so, ne, so. Und ich saß dann da und dann der OB aus Gelsenkirchen hielt dann so eine kleine Rede. Die waren alle schon am Schlafen quasi, die saßen dann so, so. Und dann sagte der Kollege, der dafür zuständig war, Peter, ich glaube, für dich ist auch heute Schlusspfiff, ne, nur so, ne. Und dann konnte ich echt zum Glück nach Hause gehen mit der, also saß er nach Hause, hab dann bei Markus natürlich übernachtet irgendwie so und war dann Schicht im Schacht und war in dem Sinne ein schönes Erlebnis und gleichzeitig auch ein Abschied von einem Freund, weil was dann eben passierte, kann man auch noch, wisst ihr auch, oder erzählen, wenn man dann, also was dann passiert, nee, das ist eine blöde Geschichte, aber auf jeden Fall, was mit Rudi dann war. Sprich es aus, der Umgang mit Rudi. Ja, der Umgang mit Rudi war dann eben so, dass die, ja, nicht vorbei, aber vorbei war. Die Tochter hat ihn dann, also zwei Töchter, aber das, die wird zwar nicht in die Tiefe gehen, aber die eine nahm ihn dann mit ins Stadion. Und du weißt natürlich nicht, was Menschen in dem noch mitkriegen oder nicht. Und die hat ihn dann wirklich, bin ich heute eher noch sauer drüber auch irgendwie, dann so mit ins Stadion genommen, was vielleicht einerseits gut ist, ein Spiel zu sehen, aber dann kommen natürlich so Fans und wollen Fotos machen und so, ne? Und wenn ein Mensch dement ist und nicht weiß irgendwie, in welcher Welt, du selber nicht weißt, in welcher Welt er lebt, macht man sowas nicht, ne? So. Und das fand ich so.
das hat mir wehgetan und gleichzeitig, ja, wie gesagt, Wart ihr befreundet? Ja, was heißt befreundet? Also ja, wir haben uns immer, wenn wir uns da gesehen haben, irgendwie und so, wir haben auch mal telefoniert und so weiter, das irgendwie, ja, das war eine Freundschaft und aber gleichzeitig stand da eben immer drüber ganz groß Schalke und dieses, das alles zu tragen für ihn irgendwie. Aber ich glaube, der hat bis zu einem gewissen Punkt eine gute Zeit gehabt, fertig, Punkt. So. Naja, aber ich meine, jetzt nochmal, wie dann der Verein mit ihm dann am Ende umgegangen ist, wo dann klar war, er spielt jetzt hier keine Rolle mehr. Ja gut, das war aber, das muss man unterscheiden, das war wirklich vorher. Ja, die das, Rolle war, hatte, bevor, ja, das bevor, war vorher krank bevor wurde der Erkrankung. Aber so. Ja, das war nicht, das ist immer, aber ich meine, wenn wir über Fußballvereine reden, dann nehme ich irgendwie keinen raus. Irgendwie. Es gibt so manche Vereine, die das schaffen irgendwie. Aber das ist irgendwie in diesem Geschäft irgendwie bis zur Nationalmannschaft, wo auch immer. Das ist dann nochmal ein Megathema. Aber welcher Verein schafft es wirklich, da sauber zu arbeiten? Weil immer, es gibt immer Menschen, die entweder mit dem Fußball eigentlich entweder nur Geld verdienen wollen oder Macht ausüben wollen und dadurch eine bestimmte Tradition auch mit zerstören oder sich nicht bewusst sind, was für Traditionen man aufrechterhalten sollte und mit welchen Traditionen man auch aufräumen sollte. Und das mischt sich dann immer. Immer ist es irgendwie, in jedem Verein gibt es immer, auch in eurem Verein oder in unserem Verein, immer irgendwie, wo man so denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So. Ja, die Momente gibt es. Ich meine, du hast ja dann, Markus hat es gesagt, dich weit aus dem Fenster gelehnt, hast... Ja, bist ausgetreten als Mitglied? Bin ausgetreten. Bist du mittlerweile eigentlich wieder eingetreten? Ja, normal, klar. Weil, ja, so. Das habe ich mich gefragt, wie bist du denn von dem Baum wieder runtergekommen? Ja, das habe ich jetzt nicht so, weil ich irgendwie, es war, also als dieser, lustiger, ich habe da in der, als das Thema wurde, als ich das mitgekriegt habe, war ich gerade in Salzburg, da habe ich, das hast du vorhin schon erzählt, habe ich beim Jedermann den Tod gespielt und bei Salzburger Festspielen. Und dann kam diese Meldung raus und dann habe ich irgendwie überlegt und dann hatte ich den Kenny Christoph Biermann, der bei Elf Freunde, ein Journalist, der früher für die Süddeutsche Arbeiter jetzt bei Elf Freunde ist. Und dann rief der mich an und hat gesagt, Peter, irgendwie willst du dazu was sagen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir ein Interview, weil irgendwie man muss da eine Haltung zu haben. Weil ich auch ein bisschen erstaunt war, dass ist, und das ist auch so in dieser Fußballwelt, ich habe dann wirklich darauf geachtet, wer von den Funktionären im deutschen Fußball da auch Haltung zuzeigt. Was Tönnies sich da geliefert hat auf dieser Versammlung, wo er das erzählt hat, über wie es in Afrika so zugeht. So. Und das werde ich auch nicht vergessen. Ich weiß genau irgendwie, oder denke ich mir auch irgendwie, sag mal, und so. Und lustigerweise hat der Herr, wie heißt er mit Vornamen? Wir hatten ja auch mal einen Müller. Wie heißt der von Schalke mit Vornamen, der Müller, den wir hatten? Andreas Müller, so, den ich auch kannte, der da schon bei Wien war oder in, so im, ich glaube, im Verein da gemanagt hat, der hat, dachte ich auch, irgendwie toll, Andreas, der hat auch was dazu gesagt. Ansonsten war da kaum was zu hören. Und dann deshalb habe ich dieses Interview oder relativ, weil ich muss jetzt nicht meinen Mund so groß aufmachen, weil ich dachte, es ist schon wichtig, irgendwie, wenn man dann eben prominent ist, dann haben wir auch eine Aufgabe, uns zu äußern, so und zu dem Thema. Und Markus hatte das vorhin schon erwähnt, ich habe dann auch, hatte noch nie so einen Shitstorm, ne, so irgendwie, dann auch so, weißt du, so Schalker aus, keine Ahnung, aus wo auch immer, auch, einer schrieb dann, also ganz echt miese Sachen und war mir dann aber auch Latte in dem Sinne, weil ich gedacht habe, nee, so. Und ich habe dann immer gesagt, wenn ich trete jetzt aus und wenn der Typ weg ist, dann trete ich wieder ein, so. Und der war dann zum Glück weg. So, und dann gab es nochmal, dann hatte ich nochmal, es war irgendwie 3 Monate vor dem schrecklichen Krieg, der gerade stattfindet. Und dann hatte ich auch nochmal, weil da war, wir hatten das ja immer noch auf dem Trikot auch, und das war auch nochmal eine Situation, wo ich gesagt habe, habe ich auch nochmal direkt eine Mail geschrieben, ich trete jetzt aus. Und dann haben sie es selber sozusagen auf die Reihe gekriegt, endlich irgendwie die sich von Gazprom zu lösen. Und ich habe mir dann was gemacht, weil ich dann irgendwie, ich hatte natürlich auch irgendwie mal irgendwo ein Trikot mitgenommen von Bordon, ne? Und da stand auch noch Gazprom drauf. Und dann habe ich das, ich habe das ganz einfach gemacht, weil die Schalke haben sich ja alle Mühe gegeben, das zu überkleben oder so, ne? Und ich habe mir das ausgeschnitten. So. Und dadurch hatte ich irgendwie hier so mehr Luft und war also noch schneller auf Platz.
Und das habe ich heute noch. Das ziehe ich ja manchmal an irgendwie so. Und dann. Was? Wann? Naja, wenn ich. Ist da nichts drüber genäht? Nee, ich habe unter ihm drunter. Also ich habe eine Mörderbrust sowieso, aber ich habe. Ich habe, wenn du ein weißes Peter? T-Shirt drunter trägst, irgendwie reicht das auch. Ja. So. Aber wie komme ich jetzt drauf? Weiß ich nicht, du wolltest was fragen. Dass du Haltung bewiesen hast, dass du also, Haltung bewiesen hast okay. Und deine Trikots umgestaltet hast. Aber wie gesagt, ich bin wieder Mitglied und das kostet ja auch nicht viel. Sag mal, du hast ja was geschafft, wovon ja viele Fans träumen. Du hast gesagt, nach deiner Rolle in Das Wunder von Bern, da hast du auch nochmal so einen anderen Stellenwert bekommen. Ich habe mich auch tatsächlich gefragt, was hat das mit deinem Fansein gemacht? Ist das eigentlich so hilfreich, wenn man einen Verein liebt, wenn man Fußball liebt, dann in so einen inneren Zirkel zu kommen? Ey, das sind doch manchmal einfach zu viele Informationen. Man will samstags zum Fußball gehen, den Rest der Woche ein bisschen rum ja, aber das motzen ist ja und weißt du, Freitag geht das wieder von vorne los. So. Ich habe mal mit Ingolf Lück einen Film gedreht und der sagte zu mir, war das überhaupt nicht, also da war ich schon in meinem Job und da hatte ich jetzt Wunder von Bergland noch nicht gemacht, aber der sagte zu mir, weißt du eigentlich, dass die da unten uns kennen? Und das war so eine Info, wo ich so dachte, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. So, also da war so. Und weil die ja auch, ich meine, was machen die irgendwie? Die kommen vom Training nach Hause und früher haben sie Glotze angemacht, jetzt machen sie Computer an. Also jetzt so übertrieben, ne? So. Also die Kollegen, die da spielen, so die Profis irgendwie so. Oder gehen ins Tattoo-Studio, das auch. Und der eine oder andere liest auch ein Buch. Weiß ich. Kenne ich welche. Aber, und das war dann so eine, diese Annäherung, ich nenne das jetzt mal so eine Annäherung oder dieses Glück natürlich auch diesen Film machen zu dürfen, wo ich mich immer jedes Mal drüber freue und wenn jemand sagt, oh, das, den Film mag ich gern, das ist sowas, da wird man gerne drauf angesprochen. Es gibt auch Sachen, auf die man nicht gerne auf angesprochen wird, aber der Film sowieso. Und das war, wie ich vorhin erzählte, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ah, siehst du? So, das war so, es gab auch wieder eine Geschichte mit meinem Freund Kurani. So. Und zwar spielte Deutschland gegen Frankreich in Gelsenkirchen, Freundschaftsspiel, und ich hatte diesen Film eben gemacht und war mit Luis da. Und Luis damals noch so ein Köttel, der sich noch Autogramme holte. Heute ist das umgekehrt. Und dann waren wir bei dem Spiel und ich weiß noch, wir durften dann, wir haben ja so einen Tunnel bei uns, habt ihr jetzt nicht so, aber jetzt werden Tunnel auch ausgebaut. Wieso kommt man von Untertage? Ein bisschen bescheuert, weiß ich, aber egal. Sieht immer toll aus, im Fernsehen auch. Wir kommen aus Untertage auf den Rasen. Wie bescheuert ist das denn? Egal. Und damals war das noch nicht irgendwie wie so ein, war auch ein Tunnel, aber noch nicht hier so ausgestaltet, so ein Quatsch. Auf jeden Fall laufen die Nationalmannschaft lief an uns vorbei. Ne? Philipp Lahm und Kollegen und eben Kurani auch. Und wir standen so und durften das gucken, wie die Nationalspieler so ganz nah an uns vorbeilaufen. Und die drehten sich aber alle um und waren so irritiert, weil ich dachte, was machen die denn hier? Wir kennen die doch, weil die hatten natürlich den Film gesehen. Weil jede deutsche Mannschaft, egal ob Regionalliga oder Kreisliga, hatte zur Motivation irgendwie diesen Film gesehen. Das war mir gar nicht so bewusst. Und die guckten so und dachten, oh, was machen die jetzt hier? So, ne? Und dachten wahrscheinlich, jetzt gewinnen wir gegen Frankreich. So. Und da ist dann Luis irgendwie auch, hat sich von Kurani ein Autogramm geholt und dann auch von Günter Netzer wollte er auch ein Autogramm haben. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Wir begrüßen jetzt den Direktor des Museums hier, Manuel Neukirchner. Oh, wow. Manuel, komm zu uns. Oh ja. Ah ja. Manuel, was bringst du uns mit? Ja, ich wollte ja den Peter jetzt fragen und ihn raten lassen. Jetzt hat er nach hinten schon die Rücknummer gesehen. Jetzt ist das, glaube ich, kein großes Geheimnis mehr. Ja, Moment. Also ich verrate mal so viel. Das ist ein Trikot aus den 70er Jahren. Theoretisch von unseren Schalkern könnte Klaus Fichte getragen haben, Libuda getragen haben. Aber die Nummer, und ich drehe es jetzt mal um für Sie und für euch alle. Du sagst mal nichts. Nee. Das Publikum muss ja raten. Also Kurani war es nicht, aber die gleiche Position. Und das ist ein Spieler, der uns, glaube ich, beiden auch sehr am Herzen liegt.
Wer kann es gewesen sein? 70er Jahre, Deutschland-Trikot Nummer 9. Peter, jetzt du. 70er Jahre? Muss ich sagen, irgendwie, also Müller. Die Antwort hast du doch schon bekommen, Mensch. Ja, ja, nee. Nee, nee, Moment. Du hast gesagt, du hast, 70er Jahre hast du gesagt. 70er Jahre. Ja, aber du hast nicht 1970 gesagt. 70er Jahre. Weil 1970 hatte Uwe Seeler die 70er. 9 und Müller die 13 Ende später. 70er. Ende 70er. Ja gut, dann ist Klaus so, Fischer. So, Freunde, jetzt geht es so langsam in den Advanced-Modus. Es geht jetzt um die Nacht von Sevilla. 1982, Halbfinale bei der WM Deutschland gegen Frankreich. Warum ist das ein Jahrhundertspiel und was verbindet euch? Ja, die Nacht von Sevilla haben wir irgendwie alle erlebt. Aber Manuel hat es geschafft, aus der Nacht von Sevilla ein Buch zu machen, das legendär ist, so wie das Spiel auch war. Das heißt, er hatte quasi dieses Spiel übertragen in eine Art Literaturvision. Vision meine ich, weil da auch ganz tolle Fotos drin sind in dem Buch. Und er kam auf die völlig verrückte Idee, dass ich dieses Buch mit diesem Buch, dass wir eine Lesung machen in diesem Fußballmuseum. Und was er mir nicht gleich, ich weiß nicht, ob du es mir gleich erzählt hattest, sonst hätte ich es wahrscheinlich direkt abgelehnt, da war, genau, diese Menschen waren alle da, die Mannschaft, die Nationalmannschaft von damals. Und wenn du aus einem Buch vorliest und die haben das alle erlebt, dann kriegst du ganz kleine Klötze. So. Und aber ich habe gedacht, irgendwie... Man sieht's. Ne? Und ja, ich habe die Beine so zusammengeklemmt gehabt. Ne? So. Und wer jetzt nicht dabei war, also einige waren ja dabei, glaube ich, irgendwie, vielleicht erzählt der Manuel das. Wie war das dann, Manuel? Also ich muss das noch ein bisschen präzisieren. Das ist ein dokumentarisches Theaterstück. Das heißt also, es hat eine dramatische Form, eine dramatische Struktur, es ist also kein einfacher Lesetext. Und die Besonderheit ist bei Dokumentartheater, dass erstmal der Stoff nicht erfunden ist, dass die Figuren nicht erfunden sind. Und in diesem Falle ist die Figurenrede, die Monologe sind auch nicht erfunden. Das sind alles Statements von den Spielern, also Franzosen, die Deutschen, die in Autobiografien, in Dokumentationen, in Artikeln veröffentlicht worden sind. Die habe ich dann in das historische Präsens genommen, um diese Unmittelbarkeit darzustellen. Also es ist ein Fünfakter, ein Theaterstück, ein Fünfakter. Und ja, und dann habe ich den Peter gefragt, das war anlässlich einer Ausstellung, die wir hier eröffnet haben, zu dieser Nacht von Sevilla. Also für alle, die vielleicht nicht ganz so tief drin stecken, das ist das Halbfinale zur Fußball-Weltmeisterschaft 1982. Die ganze Mannschaft war da und da habe ich Peter gefragt, willst du das szenisch lesen? Und Peter kam und da habe ich mich riesig gefreut, weil wer könnte das besser als Peter? Und dann sagte er mir so, auf der Zugfahrt hat er mich dann angerufen aus dem Zug und gesagt, so pass mal auf, Mann, ich mache die Dialekte von den einzelnen Spielern. Und dann habe ich mir gedacht, oh, Dialekte, das kann aber auch ein bisschen nach hinten losgehen. Also wenn du da natürlich die Dialekte nicht so richtig triffst, ja, dann kann das auch so unfreiwillig komisch sein. Also ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Und das Spiel, das ist ja ikonografisch, da geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Patiston liegt am Boden, ohne Pulsschlag. Also ich habe gedacht, wie soll das werden? Aber ich habe gesagt, okay, Peter Lohmeier ist ein Großer, der in Salzburg spielt, der wird auch diese Lesung brillant machen. Und dann saß er also vor Toni Schumacher, vor Pierre Littbarski, vor Klaus Fischer, also vor diesem Schalker Mittelstürmer, der auch dann in die Verlängerung geschossen hat. Alle diese Legenden, die saßen da und dann setzte sich Peter hin und hat wirklich diese Dialekte rübergebracht an Paul Breitner, ein Kölscher Jungen wie Toni Schumacher. Und das war so authentisch und das ist mir so unter die Haut gegangen, die Franzosen. Können wir das denn jetzt irgendwo noch erleben eigentlich oder ist das vorbei? Und das war unglaublich und das will ich eben noch eben sagen, auch die Spieler waren total begeistert hinterher, wir saßen hier noch zusammen und da ist mir erstmal klar geworden und dafür hat Peter wirklich einen tollen Applaus verdient, dass er wirklich ein großartiger Schauspieler ist. Ja, und wir machen daraus etwas Weitergehendes. Olaf Kröck, der Intendant der Ruhrfestspiele in Recklinghausen, hat uns gefragt, ob wir das anlässlich der Europameisterschaft nächstes Jahr in Deutschland auf die Bühne bringen wollen.
Und das muss man sich mal auch vorstellen, die Ruhrfestspiele, Recklinghausen, also das ist einer der renommiertesten deutschen und europaweiten Theaterfestivals, will dieses Stück auf die Bühne bringen, und zwar im großen Festspielhaus. Und daraus wird jetzt eine große mediale Inszenierung gebaut werden, und Peter wird die Texte rezitieren, und als Besonderheit Toni Schumacher wird den Schlussmonolog sprechen. Also das ist ein ganz, ganz besonderes Projekt, und da bin ich total stolz, weil auch genau das will das Deutsche Fußballmuseum auch leisten. Wir wollen nicht nur Schuhe hinter Glas zeigen, sondern wir wollen uns der Fußballkultur widmen. Und wir haben viele Formate, wie dieses tolle Format. Herr Biermann, auch nochmal vielen Dank für diese tolle Kooperation, die wir hier führen. Wir haben mit ganz, ganz vielen anderen Kultureinrichtungen tolle Kooperationen, und dazu wird auch Recklinghausen zählen. Wir werden in anderen Städten das sicherlich auch noch auf die Bühne bringen, da laufen auch Gespräche. Und ich bin total stolz, Peter, dass du hier bist in unserem Deutschen Fußballmuseum, und vor allen Dingen, dass du diesen Text auch angenommen hast. Und ja, das macht mich persönlich stolz als Autor dieses Theaterstücks, das ich da geschrieben habe, und wie du es rüberbringst. Also ich kann es Ihnen nur empfehlen, gucken Sie es an. Wir freuen uns. Danke, Manuel. Dankeschön. Mann, Peter, das Fußballthema wirst du, glaube ich, in deinem Leben nicht mehr los. Komm, wir gucken uns nochmal die Turnhalle an. Wir haben ein Bild. Was hat sich verändert heute? Ja, was hat sich verändert? Da war mal ein Loch drin und jetzt ist das, das kenne ich gar nicht. Was hat da? Hast du eigentlich eine aufgeladene Knappenkarte immer im Portemonnaie dabei? Nee, das hatte ich am Anfang, und ich nehme gar nicht so viel zu mir in so einem Stadion, weil ich will ja irgendwie sehen, ich will gar nicht so viel trinken. Nee, Knappenkarte habe ich nicht. Habe ich gehabt? Vielleicht habe ich die noch irgendwo, aber so. Was willst du mit Schalke noch erleben? Boah, also ich muss ja mal sagen, die vorletzte Saison, ne, war eine der schönsten überhaupt. Als die aufgestiegen sind wieder aus der zweiten. Das war sowieso für mich völlig praktisch, jetzt auch wieder, weil jetzt habe ich war beim HSV, jetzt übernächste oder in drei Wochen spielen sie gegen St. Pauli, so, ne. Nach Rostock ist nicht weit, ne, nach Hannover ist nicht weit. Ich meine, ich habe noch nichts zu meckern, weil ich, wie gesagt, ich lebe in Hamburg und kann eigentlich zu allen auswärts spielen, so. Machst du das? Gehst du noch zu viel zu spielen? Ja, natürlich. Also wenn ich Zeit habe und wenn ich irgendwie Karte kriege, irgendwie bin ich am Start. Also ich so. Liebe diesen Satz, wenn ich Karte kriege. Ja, ist das ein schönes Schlusswort jetzt schon? Oder? So, wenn ich Karte kriege. Wenn ja. ich Karte kriege. Nee, das ist natürlich immer, aber ich meine, das Ding ist natürlich auch so, wenn man sagt, ja wie, und dann fährst du nicht mehr auf Schalke oder was. Ich sage, Alter, fahr du mal von Hamburg irgendwie, von Hamburg gibt es ja auch Blaue irgendwie so, und die sind dann aber auch schon meistens irgendwie auf Stramm, und dann bist du irgendwie in Münster, musst dann umsteigen in Regional, wenn die Bahn dann so wie heute pünktlich ist, weißt du so, dann kommst du an dem schlimmsten, hat sich jetzt geändert, also früher war das richtig schlimm, schlimmsten Bahnhof der Welt an, das war das wirklich Gelsenkirchen, ne? So, da ist Dortmund gerade mit den Baustellen ganz vorne am Bahnhof, und aber auf jeden Fall, wenn du die Fahrt mitmachst und dann kriegst du zu Hause irgendwie so ein 1-0, also 0-1 rein irgendwie, und dann machst du wieder den Weg nach Hause, das ist echt hart. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt auch mit 61 irgendwie, war ich bei bestimmten Saisons, war ich da wirklich vorsichtig, aber die zweite Liga finde ich richtig geil. Also ich will jetzt nicht da unbedingt bleiben, aber es geht irgendwie, es geht halt darum was, da kann man auch mal Meister werden, weißt du so. Das ist auch schön, das müsst ihr auch mal wieder machen, so. Ja. Peter. Ja. Sabine. Letzte Frage. Ja. Wenn du noch einmal die Wahl hättest, Handballverein in Hagen, blaues Trikot oder wie ist der andere Verein? Hagen-Emst, also du meinst Fichtehagen oder Hagen-Emst? Hagen-Emst, ja. Völlig wurscht. Ich finde, mit dem Verein, für den du dich entscheidest, manche machen es durch Papa, durch Mama, wie auch immer, durch Bruder, durch erstes Stadionerlebnis, irgendwie klar. Das habe ich irgendwie mit meinem Kötteln, glaube ich, richtig gemacht. Irgendwie immer schön. Irgendwie, es war auch ein gutes Spiel irgendwie mit Luis damals. Der ist auch Schalker so. Der andere, der Ivo, der ist mehr so für Basketball, auch nicht schlimm und so. Meine Töchter, da eine kleine Geschichte noch. Weil mit meinen Töchtern war ich irgendwie auch ein ganz interessantes Spiel. Und zwar haben wir, das habt ihr alle schon wieder vergessen, oder manchmal verdränge ich es, gegen Real Madrid. So, ne? Wir
waren in der Champions League noch und so. Und ich hatte meine Tochter, die hat für SOS Kinderdörfer gearbeitet neben Chile, neben Guatemala, danke. So, nee, Guatemala Markus? War Luis. Was? Bolivien. Ist das deine Patentochter, Markus? Ja, die. So, und die hat in Bolivien gearbeitet und da habe ich mit Lola, meiner anderen Tochter, so, weil ich habe zwei Töchter, zwei Söhne, wichtig. Und dann habe ich irgendwie die eine abgeholt mit der anderen und dann waren wir aber, und da muss man sich mal vorstellen, fliege ich natürlich, heute würde ich nach Bolivien fahren, so. Und ja, geht mit dem Schiff, weiß ich. Ja. So, und dann war ich da und dann war eben dieses Spiel gegen Madrid. So. Und das Irre war eben, dass durch die Zeitverschiebung war das jetzt, glaube ich, da, war das nachmittags. So, und ich dachte nur, boah, fuck, wo kann ich denn dieses Spiel sehen? Und natürlich gibt es da viele Madridisten und so, also Madrid-Fans und so. Und ich dachte, die gucken das überall, ist ja dann immer nicht so. Du suchst dann irgendwie so, und dann habe ich bei irgendeinem Italiener irgendwie an der Küste dann irgendwie, wir waren dann schon rüber von Bolivien nach Chile, habe ich dann eine Kneipe gefunden, bin dahin, war der Einzige vor dem Fernseher, so, der dieses Spiel guckte, so. Und Schalke hat ja gewonnen. Wir haben ja, ich glaube, 5-3 oder irgendwie völlig irres Ergebnis irgendwie. Wir haben gewonnen und ich war sicher, wir sind weiter. Wir haben Madrid geschlagen, wir sind weiter. Ich hatte aber nicht gerechnet, weil ich völlig drauf war. Ich komme zurück, meine beiden Töchter sitzen da irgendwie am Strand, irgendwie, die hat das nicht interessiert, so, und sagten aber, Papa, was ist los? Und ich sage, wir haben gewonnen, wir sind weiter. Und Laila, die richtig schlau war, die Patentochter von Markus und Gudrun, sagte, nee, ich habe im Internet geguckt. Du hast dich um ein Tor verrechnet. Das war richtig schlimm. Das war nur so als kurze Geschichte nochmal so zum Schluss, was richtig schlimm sein kann. Aber, was ich finde, diese Emotionen und all das, was so ein, also deshalb finde ich es auch so wichtig, dass so ein Fußballmuseum, auch wenn es jetzt nicht in Gelsenkirchen ist, nicht so schlimm oder so, Dortmund praktisch mit Bahnhof und so weiter, so, ich finde solche Orte wichtig, dass wir zusammenkommen, uns Geschichten erzählen, uns Sachen wie, ich fasse das jetzt doch einmal an, so, schreckliches Nylon berühren, was irgendwie, wo der Klaus Fischer drunter geschwitzt hat, während er diesen Fallrückzieher, von dem ich sehr viel gelernt habe. Kleine Geschichte noch mit Klaus Fischer. Klaus Fischer, Traditionsmannschaft, so, ne? Wir spielen mit der Wunder von Bern 11 irgendwie im Parkstadion, war schon wieder so halb abgerissen und so, das haben sie irgendwie komisch gemacht, egal, so. Und spielen wir, und es spielt aber auch Abramczyk mit, so, der Rüdiger, so. Und ich schlug irgendwie, und Fischer immer, ich stand immer so im Sturm, auch neben, durfte mit der Mannschaft von Fischer spielen, stand eben neben Klaus, und dann sagten die anderen schon, Vorsicht, der ist so Flanke, kommt, geh weg, der Klaus macht jetzt irgendwie seinen Fallrückzieher, ne? So, jetzt macht er das nicht mehr, damals ist schon ein paar Jahre her, so. So, und so, der Abramczyk immer, und dann habe ich eine Flanke geschlagen, und Klaus hat das Ding reingemacht, und dann kam Abramczyk zu mir und sagte, hör mal, Peter, du hast aber früher mal richtig gespielt, oder? Oh, da war ich richtig, richtig stolz. Das nächste Mal, wenn ich hier bin, habe ich noch ein paar Fußballgeschichten, wo ich wirklich war, nämlich mein England, da habe ich auch richtig gespielt. Da habe ich mit, Chris Waddle, so, mit dem habe ich zusammengespielt, ganz kurz noch, nächstes Mal erzähle ich es ausführlicher. Chris Waddle war mit mir, war so ein Benefitspiel in Reading. Reading war gerade aufgestiegen in die Premier League, so, ich durfte da mitspielen, so, und war ein paar Typen dabei, so, ging gar nicht, aber auch Gaudinho und so Mafia-Kollegen waren dabei, so. Und Steffen Freud und hier, der auch bei Bochum gespielt hat, der Kollege aus dem Osten, Heiko Bonan, der so. Und so, auf jeden Fall, wir spielen so. Und ich liege mit Chris Waddle vorher auf der Massagebank, auch geil, wenn du bei so Promispielen bist, macht einer so vorher, ne, so. Und da passiert dir nichts hier mit dem Bauch. Und Chris Waddle fragte mich irgendwie, how much profs you have, so. Also wie, für die, die ich nicht können, wie viele Profis habt ihr, so, ne. Und ich sag so, weil bei uns war auch Tim Mälzer und so, völlig überflüssig, egal. Und so, und Wolfgang Kleff hatten wir auch im Tor. Also richtig geile Mannschaft, so. Und dann sagt er irgendwie, und so, und dann spielen wir irgendwie, und ich mach das 1-0. Ich mach das 1-0 in Reading, ausverkauftes Stadion, ne? So, ich denke so, wow, Alter, ein Traum wird wahr, so, ne? So.
Und dann mache ich irgendwie das 2-0. Das heißt, es hat der Schiedsrichter nicht gewertet, obwohl der Ball hinter der Linie war. Die hatten eine Videoleinwand. So. Ich habe protestiert, indem ich mich dann hinter die Torlinie gelegt habe. So. Fanden die Engländer auch korrekt, weil ich mal ein bisschen Gegenwind gebracht habe. Aber wir führten im Prinzip 2-0. So. Und dann kommt Chris Waddle, kommt eine Ecke rein. Gaudinho schlägt, ich stehe in der Box. So. Warte, dass ich dann wieder ein Tor mache und so. Was dann auch gezählt wird. Und sagt Chris Waddle zu mir, you are a liar. Du bist ein Lügner. Ich sage, no. He said, why? Yeah, because you told me only you have 7 proofs. I said, yes, it's true. No. So, it's true. I said, I'm an actor, there are footballers. They said, no, you're not an actor. You were an actor. Now you are a footballer. Fuck, oder? Das ist... Lieber Peter. Ja, das ist gut, oder? You were an actor, ja, now you're... Ja, das wäre jetzt ein super Schlusswort. Also, pass auf, es geht ja 90 Minuten, das Spiel. Pass auf. So, ganz kurz noch, weil dann sind wir irgendwie, dann stehe ich mit dem Heiko Brunner, dann haben die Engländer das 2-2 gemacht, so. Das war so ein Benefitspiel für die, so ein Benefitspiel, so, 2-6 auch, so. Und dann irgendwie, aber es gibt ja bei den Engländern auch keine Benefits zwischen England und es gibt ja keine Freundschaftsspiele, so. Die richtig hart reingegangen, so. Und dann stehen wir, dann machen die das 2-2 und dann steht Heiko Brunner neben mir und denkt, machte die Engländer mega Lärm gemacht und so. Nach jeder Grätsche bin ich natürlich aufgestanden auch und so. Und dann sage ich, Heiko, was ist los? Sagt er, ich habe noch nie in England gespielt. Und sage ich, Alter, und dann war es für mich so eine Ehre, neben einem tollen Heiko Bonan zu stehen, also tollen, hört sich so mies an, so einem großartigen Heiko Bonan, der da noch nicht gespielt hatte. So, dann sind wir in die Kabine, ganz kurz noch, dann sind wir in die Kabine, so, dann hat natürlich auch so ein, bleibt unter uns, so eine Vollhonk wie Thomas Berthold mitgespielt, also bleibt unter uns, ne, so. Thomas Berthold hat eigentlich sonst nur den Golfsport im Kopf und was weiß ich noch sonst, so. Und der hat mit dem, der hat dann mit dem Matthäus, der bei uns irgendwie versucht hat, die Abwehr zu regeln irgendwie, die haben nur über Klinsmann gehetzt, bleibt alles unter uns, in der Kabine, ne, so. Und dann sagt Matthäus zu mir, original, man kann auch in Freundschaft spielen, weil das Tor nicht gegeben wurde, das von mir vorher, kann man sowas anfechten. Ich denke, was hat der denn jetzt im Kopf? Weißt du, so, ne? Und dann bin ich wieder raus und so. Und was passierte, wer spielte bei den Engländern mit? Kennt ihr auch durchs Fernsehen? Boris Johnson. So. Und dann, ja, und Boris Johnson ist dann dem Gaudinho in den Magen geflogen. Also der kam so auf den zu, weil Boris Johnson natürlich von nichts eine Ahnung, der Volldepp, ne, so. Und der durfte da mitspielen für ganz kurz irgendwie so. Und auf jeden Fall, und schlussendlich haben wir, wie lustigerweise, es war so ein Benefitspiel wie nach Wembley 50 Jahre, haben wir 4-2 gewonnen. Und ich habe ein Ding gemacht. Dankeschön. Dankeschön! Sabine Heinrich! Peter Lohmeier! So. Das war eine super Generalprobe. Freunde, in 10 Minuten treffen wir uns wieder. Dann machen wir 2x45 Minuten. Peter Lohmeier, herzlichen Dank. Und danke, dass ihr dabei wart. Danke, Sabine Heinrich. So, bevor wir auseinandergehen, nochmal ganz herzliches Dank ans Fußballmuseum, an Ruhrtourismus und Leute, der Pott ist geil. Spitze, habt einen schönen Abend. Wir hören uns morgen früh auf WDR 2. Dankeschön. Applaus